Abschnitt 5 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 29. Kapitel, worin die Herren Blathers und Duff auftreten. Brittles öffnete die Haustür ein wenig und fragte, wer da wäre. »Die Polizei aus Bow Street, nach welcher heute Mittag geschickt wurde«, lautete die Antwort. Brittles öffnete die Tür, vollkommen beruhigt, soweit es nötig war, und hereinschritt sogleich ein stattlicher Mann in einem Überrocke und forderte Brittles auf, seinem Begleiter beim Gig das Pferd abzunehmen. Beide Gentlemen wurden in das Wohnzimmer geführt und legten ohne Umstände die Oberröcke und Hüte ab. Der erste, der geklopft hatte, war ein starker Mann von Mittelgröße, etwa 50 Jahre alt, und hatte glänzendes, ziemlich dicht abgeschnittenes Haar, ein rundes Gesicht und scharfe Augen. Der andere war ein Rotkopf und Hager, trug Stulpenstiefel und hatte kein einnehmendes Gesicht und eine aufgeworfene, widerwärtige Nase. »Melden Sie Ihrer Herrschaft, dass Blathers und Duff hier wären«, sagte der stärkere Mann, sein Haar niederstreichend und ein paar Handfesseln auf den Tisch legend. »Ah, guten Abend, Sir. Kann ich ein Wörtchen allein mit Ihnen reden?« Diese Anrede war an Mr. Losburn gerichtet, der eben mit den beiden Damen eintrat und Brittles einen Wink gab, hinauszugehen. Der Doktor sagte Mr. Blathers, wer die ältere Dame wäre, und nötigte ihn und seinen Begleiter Platz zu nehmen. Blathers setzte sich ohne Umstände, und Duff, der sich weniger in guter Gesellschaft bewegt zu haben schien oder sich doch jedenfalls nicht mit großer Leichtigkeit darin bewegte, tat es erst nach manchem umständlichen Kratzfuße und forcierte den Knauf seines Handstockes in den Mund, sobald er es getan hatte. »Lassen Sie uns nun aber sogleich auf den hier verübten Einbruch kommen, Sir«, sagte Blathers. »Wie verhält es sich mit der Sache?« Losburn wünschte, Zeit zu gewinnen, und berichtete der Länge nach und mit großer Weitschweifigkeit. Die Herren Blathers und Duff hörten mit äußerst weisen Mienen und blinzelten einander dann und wann sehr pfiffig zu. »Ich kann über die Sache natürlich nicht eher etwas Gewisses sagen«, bemerkte Blathers, »als Losburn erzählt hatte, als bis ich die Stelle in Augenschein genommen habe, wo der Einbruch versucht ist. Jedoch meine Meinung ist rundheraus die, denn ich stehe, selbst auf die Gefahr zu irren, nicht an, so weit zu gehen, dass er von keinem Kaffer verübt ist. Was sagst du, Duff?« Duff war ganz derselben Meinung. »Sie wollen sagen«, versetzte Losburn lächelnd, »der Einbruch sei von keinem Landmanne, keinem Nicht-Londoner verübt.« »Ganz recht, Sir. Wissen Sie noch etwas über den Frevel zu sagen?« Losburn verneinte. »Was ist denn das aber mit dem Knaben, von dem die Dienerschaft im Hause spricht?« »Oh, ganz und gar nichts«, erwiderte der Doktor. »Der Haushofmeister hatte es sich in seiner Bestürzung in den Kopf gesetzt. Der Knabe wäre bei dem Einbruche, der Himmel weiß wie, beteiligt gewesen. Es ist aber durchaus nichts als Torheit und alberne Einbildung gewesen.« »Das heißt den Punkt sehr leicht abfertigen«, bemerkte Duff. »Du hast ganz recht, Duff«, sagte Blathers mit bekräftigendem Kopfnicken und mit den Handfesseln spielend, als wenn sie ein paar Kastagnetten gewesen wären. »Wer ist der Knabe? Welche Auskunft gibt er über sich? Woher kam er? Er wird doch nicht aus den Wolken gefallen sein, Sir.« »Natürlich nein«, sagte Losburn, den Damen einen unruhigen Blick zuwerfend. »Mir ist indessen sein ganzer Lebenslauf bekannt, und doch wir können nachher darüber sprechen. Wollen Sie nicht vor allen Dingen die Stelle sehen, wo die Diebe einzubrechen versuchten?«
Allerdings, erwiderte Blathers, wir nehmen zuerst den Augenschein und verhören sodann die Dienerschaft. Das pflegt der gewöhnliche Gang des Geschäftes zu sein. Die Herren Blathers und Duff in Begleitung des Constables aus der Küche, Brittles, Giles und mit einem Worte sämtlicher Hausbewohner begaben sich in das kleine Gemach am Ende der Hausflur und sahen aus dem Fenster, gingen darauf hinaus und sahen in das Fenster hinein, besichtigten den Fensterladen, spürten den Fußtritten nach beim Scheine einer Laterne und durchstachen die Büsche vermittels einer Heugabel. Nachdem dies alles geschehen war und alle der Prozedur mit atemloser Teilnahme beigewohnt hatten, gingen Blathers und Duff wieder hinein und examinierten Giles und Brittles über ihren Anteil an den Begebenheiten der Schreckensnacht, und Giles und Brittles erzählten 6 Male statt 1 Mals und widersprachen einander beim ersten nur in einem einzigen wichtigen Punkte und beim letzten nur in einem Dutzend wesentlichen Aussagen. Nachdem dieses Endziel erreicht war, veranstalteten Blathers und Duff eine Räumung des Zimmers und flogen miteinander einen langen Rat, gegen welchen in Beziehung auf Heimlichkeit und Feierlichkeit eine Konsultation berühmter Doktoren über den schwierigsten Krankheitsfall bloßes Kinderspiel gewesen wäre. Losburn ging unter des im anstoßenden Zimmer sehr unruhig auf und ab, und Mrs. Maylie und Rosa schauten ihm mit noch größerer Unruhe zu. »Auf mein Wort«, sagte er nach einer Doppelbeschleunigung seiner Schritte plötzlich stillstehend, »ich weiß kaum, was hier zu tun ist.« »Wenn den beiden Männern«, versetzte Rosa, »die Geschichte des unglücklichen Knaben erzählt würde, wie sie ist, es wäre sicher genug, ihn in ihren Augen von Schuld zu entlasten.« »Das muss ich bezweifeln, meine werte junge Dame«, wendete der Doktor kopfschüttelnd ein. »Ich glaube nicht, dass es Sie oder auch die höheren Polizei- oder Justizbeamten befriedigen würde. Sie würden sagen, er sei jedenfalls ein fortgelaufener Kirchspielknabe und Lehrling. Nach rein weltlich verständigen Erwägungen und Wahrscheinlichkeiten beurteilt, unterliegt seine Geschichte großen Zweifeln.« »Sie schenken ihr doch Glauben«, fiel Rosa hastig ein. »Ich schenke ihr Glauben, so befremdlich sie lautet, und bin vielleicht ein großer Tor, weil ich es tue«, versetzte der Doktor. »Allein nichtsdestoweniger halte ich es keineswegs für eine solche, die einen erfahrenen Polizeibeamten zufriedenstellen würde.« »Warum aber nicht?«, fragte Rosa. »Meine schöne Inquirentin«, erwiderte Losburn, »weil in ihr, wenn man sie mit den Augen jener Herren betrachtet, so viele böse Umstände vorkommen. Der Knabe kann nur beweisen, was übel und nichts von dem, was gut aussieht. Die verwünschten Haltfeste, wie ihre Vorgesetzten, werden nach dem Warum und Weshalb fragen und nichts als wahr gelten lassen, was ihnen nicht vollständig bewiesen wird. Er sagt selbst, dass er sich eine Zeit lang in der Gesellschaft von Diebsgelichter befunden, eines Taschendiebstahls angeklagt, vor einem Polizeiamte gestanden hat und aus dem Hause des bestohlenen Herrn gewaltsam entführt ist. Er kann selbst nicht angeben, hat nicht einmal eine Vermutung, wohin. Er wird von Männern nach Jersey hergebracht, die ganz vernarrt in ihn zu sein scheinen, und ihn durch ein Fenster stecken, um ein Haus zu plündern, und gerade in dem Augenblicke, wo er die Bewohner wecken und tun will, was seine Unschuld ins Licht setzen würde, verrennt ihm der verwünschte Haushofmeister den Weg und schießt ihn in den Arm, gleichsam recht absichtlich, um ihn daran zu hindern, etwas zu tun, was ihm nützen könnte. Leuchtet Ihnen das alles nicht ein?« »Natürlich leuchtet es mir ein«, erwiderte Rosa, den Eifer des Doktors belächelnd. »Allein ich sehe nur noch immer nichts darin, wodurch die Schuld des armen Kindes erwiesen würde.«
Nicht? Ei, rief Losburn aus, o über die hellen, scharfen Äugelein der Damen, womit sie, sei es zum Guten oder Bösen, immer nur die eine Seite an einer Sache oder Frage sehen, und zwar stets die, die sich ihnen eben zuerst dargeboten hat. Nachdem er seinem Herzen Luft dadurch gemacht, dass er Miss Rosa diesen Erfahrungssatz zu Gemüt geführt, steckte er die Hände in die Taschen und fing wieder an, mit noch rascheren Schritten als zuvor im Zimmer auf und ab zu gehen. »Je mehr ich darüber nachdenke«, fuhr er fort, »desto zahlreichere und größere Schwierigkeiten sehe ich voraus, den beiden Leuten die Geschichte des Knaben glaubhaft zu machen.« Ich bin überzeugt, dass sie ihm schlechterdings keinen Glauben schenken werden, und selbst wenn sie ihm am Ende nichts anhaben können, so werden doch ihre Zweifel und der Verdacht, den diese wieder auf ihn werfen müssen, von sehr wesentlichem Nachteile für den wohlwollenden Plan sein, ihn aus dem Elende zu retten. »Oh, bester Doktor, was ist zu tun?« rief Rosa aus. »Du lieber Himmel, dass der Giles auch den unseligen Einfall hat haben müssen, nach der Polizei zu schicken.« »Ich wüsste nicht, was ich darum gäbe, wenn es nicht geschehen wäre,« fiel Mrs. Maylie ein. »Ich weiß nur eins«, sagte der Doktor, sich mit einer Art Ruhe der Verzweiflung hinsetzend, »dass ich die Kerle mit göttlicher Unverschämtheit aus dem Hause zu bringen suchen muss. Der Zweck ist ein guter, und darin liegt die Entschuldigung. Bei dem Knaben zeigen sich starke Fiebersymptome, und er befindet sich in einem Zustande, dass er für jetzt nicht mehr befragt werden darf. Das ist ein Trost. Wir müssen seine Lage so gut als möglich zu benutzen suchen, und wenn es nicht glücken will, so ist es nicht unsere Schuld. Herein!« Blathers und Duff erschienen, und der Erstere sprach sogleich ein Urteil über den Einbruch in einem Kauderwelsch aus, das weder Losburn noch die Damen verstanden. »Um eine Erklärung gebeten«, sagte er, dem Doktor einen verächtlichen Blick zuwerfend und sich mitleidig zu den Damen wendend, »er meine, dass die Dienerschaft bei dem beabsichtigten Raube nicht im Einverständnisse gewesen sei.« Anmerkung des Übersetzers: Dass eine so große Rolle spielt, weil die meisten Diebstähle in London im Einverständnis mit der Dienerschaft begangen werden. »Wir haben auch durchaus keinen Verdacht gegen Sie gehegt«, bemerkte Mrs. Maylie. »Mag wohl sein, Ma'am«, entgegnete Blathers, »sie konnte aber Hand im Spiele gehabt haben.« »Und eben weil kein Verdacht sie traf«, fiel Duff ein, »musste umso mehr danach geforscht werden.« »Wir haben gefunden, dass der Einbruch Londoner Werk ist«, fuhr Blathers fort. »Die Kerle haben meisterhaft gearbeitet.« »In Wahrheit sehr wackere Arbeit«, bemerkte Duff leise. »Der Einbrecher sind zwei gewesen«, berichtete Blathers weiter, »und sie haben einen Knaben bei sich gehabt, was aus der Größe des Fensters klar ist. Mehr lässt sich für jetzt nicht sagen. Zeigen Sie uns doch den Burschen, den Sie im Hause haben.« »Die Herren nehmen aber wohl erst ein wenig zu trinken an, Mrs. Maylie«, sagte der Doktor mit erheiterten Mienen, als wenn ihm ein neuer Gedanke aufgegangen wäre. »Gewiss«, fiel Rosa eifrig ein, »es steht Ihnen sogleich alles zu Diensten, wenn Sie befehlen.« »Danke schön, Miss«, sagte Blathers mit dem Rockärmel über den Mund fahrend. »So ein Verhör ist trockene Arbeit. Was Sie eben zur Hand haben, Miss, machen Sie sich unseretwegen keine Ungelegenheiten.« »Was belieben Sie?« fragte der Doktor, der jungen Dame nach dem Eckschranke folgend. »Wenn's Ihnen gleich viel ist, nen Tropfen Branntwein, Sir«, erwiderte Blathers. »Wir hatten eine kalte Fahrt von London her, und der Branntwein läuft einem so warm übers Herz.« Er richtete die letzteren Worte an Mrs. Maylie, und der Doktor schlüpfte unterdes aus dem Zimmer.
Ah, meine Damen, fuhr Blathers das ihm gereichte Glas vor das Auge emporhaltend fort, ich habe in meinem Leben die schwere Menge solcher Geschichten erlebt. Zum Beispiel den Einbruch in Edmonton, Blathers, fiel Duff ein. Ja, ja, sagte Blathers, der war diesem allerdings ähnlich genug. Er wurde von dem Conky Chickweed begangen. »Das hast du immer behauptet«, entgegnete Duff, »aber ich sage dir, die Familie Pett hat ihn verübt und Conky hat nicht mehr Hand im Spiele dabei gehabt als ich.« »Ei, was«, sagte Blathers, »ich weiß es besser. Entsinnst du dich noch, wie sich Conky sein Geld stehlen ließ? Es war eine Geschichte noch merkwürdiger, als sie in einem Buche vorkommen kann.« »Erzählen Sie doch«, nahm Rosa das Wort, um die unwillkommenen Gäste bei guter Laune zu erhalten. »Es war eine Spitzweberei, worauf so leicht niemand verfallen sein würde, Miss«, begann Blathers, »nämlich der Conky Chickweed.« »Conky bedeutet so viel als MS Gatsche, Ma'am«, bemerkte Duff. Anmerkung des Übersetzers, MS Gatsche bedeutet so viel wie Verräter oder Angeber. »Das wird die Dame ja wohl wissen«, bemerkte Blathers, »unterbrich mich doch nicht immer. Also, Miss, der Conky Chickweed hatte ein Wirtshaus oberhalb Battle Bridge und einen Raum, den viele junge Lords besuchten, um Hahngefechten, Ducks, Hudson und dergleichen zuzuschauen, was man nirgend besser sehen konnte. Es gehörte zu der Zeit noch nicht zur Kabrusche«, Anmerkung des Übersetzers, Kabrusche gleich Gaunergenossenschaft. »Und einst wurden ihm mitten in der Nacht 327 Guineen aus seiner Schlafkammer von einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster über dem einen Auge gestohlen, der sich unter dem Bette versteckt gehabt hatte und mit dem Gelde aus dem Fenster sprang. Er war flink genug, Conky aber war auch geschwind. Das Geräusch hatte ihn aufgeweckt, er sprang aus dem Bette, schoss hinter dem Diebe drein und machte die Nachbarn wach. Sie erhoben sogleich ein allgemeines Hallo und fanden, dass Conky den Dieb getroffen haben musste, denn sie entdeckten und verfolgten auf einer ganzen Strecke Blutspuren, die sich indes endlich verloren. Das Geld war fort und Chickweed machte Bankerott. Er ging ein paar Tage ganz außer sich umher, zerraufte sich das Haar und erregte so sehr das allgemeine Mitleid, dass ihm von allen Seiten milde Gaben zugeschickt, Subskriptionen für ihn eröffnet wurden und so weiter. Eines Tages kam er in die Polizeistube hereingestürzt und hatte eine geheime Unterredung mit dem Friedensrichter, der darauf Jem Spires, Jem war einer der tätigsten Polizeidiener, beorderte, Chickweed bei Gefangennehmung des Diebes Beistand zu leisten. »Spires«, sagte Chickweed, »ich habe ihn gestern Morgen vor meinem Hause vorbeigehen sehen.« »Warum haben Sie ihn nicht sogleich angehalten?«, fragte Spires. »Ich war so bestürzt, dass Sie mir den Hirnschädel mit einem Zahnstocher hätten entzweischlagen können«, antwortete der arme Mensch. »Wir werden ihn aber gewiss attrapieren, denn heute Abend zwischen 10 und 11 Uhr kommt er wieder vorüber.« Spires ging sogleich mit ihm und pflanzte sich an ein Wirtshausfenster hinter den Vorhang. Er rauchte in guter Ruhe, aber mit dem Hut auf dem Kopfe, seine Pfeife, als Chickweed plötzlich anfing zu schreien, »Da ist er, haltet den Dieb, Mordio, Mordio!« Jem Spires stürzte hinaus und sah Chickweed in vollem Laufe hinter dem Diebe herrennen. Er fing auch an zu laufen, »Was hast du, was kannst du?« geriet endlich in den Haufen und fand Chickweed darin wieder. Allein der Dieb war entkommen, was merkwürdig genug war. Am anderen Morgen war Spires abermals auf seinem Posten, sah sich die Augen nach einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster müde, so daß er sie endlich mal wegwenden und ruhen lassen musste, und im selbigen Augenblick, als er's tat, fing Chickweed wiederum an zu schreien. Jem stürzt hinaus und ihm nach, sie laufen zweimal so lange als am vorigen Tage, und endlich ist der Dieb wiederum zum Geier.
Und so ging's noch mehrere Male, so dass die Nachbarn sagten, der Teufel selbst hätte Chickweed bestohlen und spielte ihm hinterher noch Streiche. Andere aber sagten, der unglückliche Chickweed wäre vor Kummer verrückt geworden. »Was sagte denn Jem Spiers?« fragte der Doktor, der wieder in das Zimmer zurückgekehrt war. »Jem Spiers«, erwiderte der Erzähler, »sagte eine lange Zeit gar nichts und horchte auf alles, ohne dass man's ihm ansah, zum Zeichen, dass er sich auf sein Geschäft verstand. Eines Morgens aber trat er zu Chickweed und sagte, »Guter Freund, ich hab's jetzt heraus, wer den Diebstahl begangen hat.« »Wirklich?« rief Chickweed aus. »Oh, mein bester Spiers, machen Sie nur, dass ich mich an dem Halunken rächen kann, so werd ich dermaleinst zufrieden sterben.« »Bester Spiers, wie heißt der Bösewicht?« »Guter Freund«, antwortete Spiers, ihm eine Prise anbietend, »lassen Sie die Narretei, Sie haben es selbst getan.« Und so war's auch. Chickweed hatte sich dadurch ein honettes Stück Geld gemacht, und es würde auch niemand dahinter gekommen sein, wenn er nicht so übereifrig gewesen wäre, den Verdacht von sich fernzuhalten. »Ein seltsamer Fall«, bemerkte der Doktor, »wenn es Ihnen aber beliebt, so können Sie jetzt hinaufgehen.« Die beiden Constables begaben sich mit Losberne in Olivers Zimmer. Giles leuchtete ihnen. Der kleine Patient hatte geschlummert und sah kränker und fieberischer aus als am Tage. Der Doktor stützte ihn so, dass er sich eine kurze Weile emporrichten konnte, und er starrte umher, ohne zu wissen, was mit ihm vorging, oder sich zu erinnern, wo er sich befand oder was mit ihm vorgegangen war. »Dies ist der Knabe«, sagte Losberne leise, aber desungeachtet mit großer Lebhaftigkeit, »der in einem Garten hier in der Nähe bei einer kleinen Übertretung, wie sie bei Kindern häufig vorkommt, durch einen Selbstschuss verwundet ist, in Mrs. Maylies Hause Beistand gesucht und den der scharf blickende Herr da mit dem Lichte in der Hand sogleich festgehalten und dermaßen misshandelt hat, dass das Leben des Patienten, was ich ärztlich bescheinigen kann, beträchtlich gefährdet worden ist.« Blathers und Duff hefteten die Blicke auf den solchermaßen ihrer Beachtung empfohlenen Giles, dessen Mienen das spaßhafteste Gemisch von Furcht und Verwirrung ausdrückten. »Sie werden nicht leugnen wollen«, fügte Losberne Oliver wieder niederlegend hinzu. »Es geschah alles zum Besten, Sir«, antwortete Giles. »Ich hielt ihn für den Knaben, hätte mich sonst sicher nicht mit ihm befasst. Ich bin wahrlich kein Unmensch, Sir.« »Für was für einen Knaben hielten Sie ihn?« fragte Blathers. »Für den der Hauseinbrecher«, erwiderte Giles. »Sie hatten einen Knaben bei sich.« »Halten Sie ihn noch jetzt für den Knaben?« »Kann's wirklich nicht sagen, könnt's nicht beschwören, dass er's ist.« »Was glauben Sie aber?« »Ich weiß wirklich nicht, was ich glauben soll. Ich glaube nicht, dass es der Knabe ist. Ich bin so gut wie gewiss, dass er es nicht ist. Sie wissen, dass er es nicht sein kann.« »Hat der Mann getrunken, Sir?« fragte Blathers den Doktor. Losburn hatte unterdessen Olivers Puls gefühlt, stand auf und bemerkte, die Herren möchten, wenn sie Zweifel hegten, im anstoßenden Zimmer Brittles befragen. Man begab sich in das anstoßende Zimmer und Brittles wurde gerufen und verwickelte sich wie Mr. Giles in ein solches Irrsal neuer Widersprüche und Unmöglichkeiten, dass durchaus nichts klar wurde als seine eigene Unklarheit und dass nur einige seiner Aussagen einiges Licht gaben. Er würde den Knaben nicht wiedererkennen, hätte Oliver nur für denselben gehalten, weil Giles gesagt, dass er es wäre, und Giles hätte noch vor 5 Minuten in der Küche erklärt, dass er zu voreilig gewesen zu sein fürchte.
Unter anderen scharfsinnigen Fragen wurde auch die aufgeworfen, ob Mr. Giles wirklich jemand getroffen habe, und als sein zweites Pistol untersucht wurde, fand sich, dass es nur mit Pulver geladen war. Eine Entdeckung, welche großen Eindruck auf alle machte, den Doktor ausgenommen, der 10 Minuten zuvor die Kugel herausgezogen hatte. Den größten Eindruck machte sie aber bei Mr. Giles selbst, der in der schrecklichsten Angst geschwebt hatte, ein unglückliches Kind tödlich verwundet zu haben und nunmehr nach Kräften die Vermutung begünstigte, dass auch das erste Pistol nur mit Pulver geladen gewesen wäre. Endlich entfernten sich Blathers und Duff, ohne sich um Oliver viel zu bekümmern, den Constable aus Chertsey zurücklassen und unter dem Versprechen, am anderen Morgen wiederzukommen. Am anderen Morgen verbreitete sich in dem Städtchen, in welchem sie übernachtet, das Gerücht, dass 2 Männer und ein Knabe in der Nacht unter verdächtigen Umständen angehalten und nach Kingston gebracht wären, wohin sich demgemäß Blathers und Duff begaben. Die verdächtigen Umstände schrumpften indes bei genauerer Nachforschung zu dem einen Umstande zusammen, dass die Delinquenten in einem Heuschober geschlafen hatten, was, obwohl ein großes Verbrechen, doch nur mit Gefängnis bestraft werden kann und in den gnadenvollen Augen des englischen, mit gemeinsamer Liebe alle Untertanen umfassenden Gesetzes in Ermangelung aller sonstigen Indizien nicht als ein genügender Beweis gilt, dass der oder die Schläfer Einbruch mit Gewaltsamkeit verbunden begangen haben und deshalb der Todesstrafe verfallen sind. Blathers und Duff kehrten daher gerade so klug zurück, als sie hingereist waren. Um es in der Kürze zu sagen, ließ sich nach mehrfachem Verhandeln mit ihnen der nächstwohnende Friedensrichter leicht bewegen, Mrs. Maylies und Mr. Losburns Bürgschaft für Olivers Erscheinen vor Gericht anzunehmen, falls er zitiert werden sollte, und gingen Blathers und Duff, nachdem sie durch ein paar Guineen belohnt waren, mit geteilten Meinungen nach London zurück, indem der Letztere nach reiflicher Überlegung aller betreffenden Umstände zu der Annahme hinneigte, dass der Einbruchsversuch von der Familie Pett ausgegangen sei, wogegen der Erstere ebenso sehr geneigt war, das ganze Verdienst der Tat dem großen Conkey Chickweed zuzuschreiben. Mit Oliver besserte es sich unter der vereinten sorgfältigen Behandlung und Pflege Mrs. Maylies, Rosas und des gutherzigen Doktors. Wenn glühende Bitten aus Herzen von Dankbarkeit überfließend im Himmel gehört werden, und was sind Gebete, wenn der Himmel sie nicht hört, so vernahm er die Segnungen, die das verwaiste Kind auf seine Wohltäter herabrief, die dadurch mit Friede und Abschnitt 5 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 29. Kapitel, worin die Herren Blathers und Duff auftreten. Brittles öffnete die Haustür ein wenig und fragte, wer da wäre. »Die Polizei aus Bow Street, nach welcher heute Mittag geschickt wurde«, lautete die Antwort. Brittles öffnete die Tür, vollkommen beruhigt, soweit es nötig war, und hereinschritt sogleich ein stattlicher Mann in einem Überrocke und forderte Brittles auf, seinem Begleiter beim Gig das Pferd abzunehmen. Beide Gentlemen wurden in das Wohnzimmer geführt und legten ohne Umstände die Oberröcke und Hüte ab. Der erste, der geklopft hatte, war ein starker Mann von Mittelgröße, etwa 50 Jahre alt, und hatte glänzendes, ziemlich dicht abgeschnittenes Haar, ein rundes Gesicht und scharfe Augen. Der andere war ein Rotkopf und hager, trug Stulpenstiefel und hatte kein einnehmendes Gesicht und eine aufgeworfene, widerwärtige Nase.
Melden Sie Ihrer Herrschaft, dass Blathers und Duff hier wären, sagte der stärkere Mann, sein Haar niederstreichend und ein paar Handfesseln auf den Tisch legend. »Ah, guten Abend, Sir. Kann ich ein Wörtchen allein mit Ihnen reden?« Diese Anrede war an Mr. Losburn gerichtet, der eben mit den beiden Damen eintrat und Brittles einen Wink gab, hinauszugehen. Der Doktor sagte, Mr. Blathers wäre die ältere Dame wäre und nötigte ihn und seinen Begleiter Platz zu nehmen. Blathers setzte sich ohne Umstände und Duff, der sich weniger in guter Gesellschaft bewegt zu haben schien oder sich doch jedenfalls nicht mit großer Leichtigkeit darin bewegte, tat es erst nach manchem umständlichen Kratzfuße und forcierte den Knauf seines Handstockes in den Mund, sobald er es getan hatte. »Lassen Sie uns nun aber sogleich auf den hier verübten Einbruch kommen, Sir«, sagte Blathers. »Wie verhält es sich mit der Sache?« Losburn wünschte, Zeit zu gewinnen und berichtete der Länge nach und mit großer Weitschweifigkeit. Die Herren Blathers und Duff hörten mit äußerst weisen Mienen und blinzelten einander dann und wann sehr pfiffig zu. »Ich kann über die Sache natürlich nicht eher etwas Gewisses sagen«, bemerkte Blathers, als Losburn erzählt hatte, »als bis ich die Stelle in Augenschein genommen habe, wo der Einbruch versucht ist. Jedoch meine Meinung ist rundheraus die, denn ich stehe, selbst auf die Gefahr zu irren, nicht an, so weit zu gehen, dass er von keinem Kaffer verübt ist. Was sagst du, Duff?« Duff war ganz derselben Meinung. »Sie wollen sagen«, versetzte Losburn lächelnd, »der Einbruch sei von keinem Landmanne, keinem Nicht-Landener verübt.« »Ganz recht, Sir. Wissen Sie noch etwas über den Frevel zu sagen?« Losburn verneinte. »Was ist denn das aber mit dem Knaben, von dem die Dienerschaft im Hause spricht?« »Oh, ganz und gar nichts«, erwiderte der Doktor. »Der Haushofmeister hatte es sich in seiner Bestürzung in den Kopf gesetzt. Der Knabe wäre bei dem Einbruche, der Himmel weiß wie, beteiligt gewesen. Es ist aber durchaus nichts als Torheit und alberne Einbildung gewesen.« »Das heißt den Punkt sehr leicht abfertigen«, bemerkte Duff. »Du hast ganz recht, Duff«, sagte Blathers mit bekräftigendem Kopfnicken und mit den Handfesseln spielend, als wenn sie ein paar Kastagnetten gewesen wären. »Wer ist der Knabe? Welche Auskunft gibt er über sich? Woher kam er? Er wird doch nicht aus den Wolken gefallen sein, Sir.« »Natürlich nein«, sagte Losburn, den Damen einen unruhigen Blick zuwerfend. »Mir ist indessen sein ganzer Lebenslauf bekannt und, doch wir können nachher darüber sprechen, wollen Sie nicht vor allen Dingen die Stelle sehen, wo die Diebe einzubrechen versuchten?« »Allerdings«, erwiderte Blathers, »wir nehmen zuerst den Augenschein und verhören sodann die Dienerschaft. Das pflegt der gewöhnliche Gang des Geschäftes zu sein.« Die Herren Blathers und Duff in Begleitung des Constables aus der Küche, Brittles, Giles und mit einem Worte sämtlicher Hausbewohner begaben sich in das kleine Gemach am Ende der Hausflur und sahen aus dem Fenster, gingen darauf hinaus und sahen in das Fenster hinein, besichtigten den Fensterladen, spürten den Fußtritten nach beim Scheine einer Laterne und durchstachen die Büsche vermittels einer Heugabel. Nachdem dies alles geschehen war und alle der Prozedur mit atemloser Teilnahme beigewohnt hatten, gingen Blathers und Duff wieder hinein und examinierten Giles und Brittles über ihren Anteil an den Begebenheiten der Schreckensnacht, und Giles und Brittles erzählten 6 Male statt 1 Mals und widersprachen einander beim ersten nur in einem einzigen wichtigen Punkte und beim letzten nur in einem Dutzend wesentlichen Aussagen.
Nachdem dieses Endziel erreichbar veranstalteten Blathers und Duff eine Räumung des Zimmers und flogen miteinander einen langen Rat, gegen welchen in Beziehung auf Heimlichkeit und Feierlichkeit eine Konsultation berühmter Doktoren über den schwierigsten Krankheitsfall bloßes Kinderspiel gewesen wäre. Losburn ging unter des ihm anstoßenden Zimmer sehr unruhig auf und ab, und Mrs. Maylie und Rosa schauten ihm mit noch größerer Unruhe zu. »Auf mein Wort«, sagte er nach einer Doppelbeschleunigung seiner Schritte plötzlich stillstehend, »ich weiß kaum, was hier zu tun ist.« »Wenn den beiden Männern«, versetzte Rosa, »die Geschichte des unglücklichen Knaben erzählt wurde, wie sie ist, es wäre sicher genug, ihn in ihren Augen von Schuld zu entlasten.« »Das muss ich bezweifeln, meine werte junge Dame«, wendete der Doktor kopfschüttelnd ein. »Ich glaube nicht, dass es Sie oder auch die höheren Polizei- oder Justizbeamten befriedigen würde. Sie würden sagen, er sei jedenfalls ein fortgelaufener Kirchspielknabe und Lehrling. Nach rein weltlich verständigen Erwägungen und Wahrscheinlichkeiten beurteilt, unterliegt seine Geschichte großen Zweifeln.« »Sie schenken ihr doch Glauben«, fiel Rosa hastig ein. »Ich schenke ihr Glauben, so befremdlich sie lautet, und bin vielleicht ein großer Tor, weil ich es tue«, versetzte der Doktor. »Allein nichtsdestoweniger halte ich es keineswegs für eine solche, die einen erfahrenen Polizeibeamten zufriedenstellen würde.« »Warum aber nicht?«, fragte Rosa. »Meine schöne Inquirentin«, erwiderte Losburn, »weil in ihr, wenn man sie mit den Augen jener Herren betrachtet, so viele böse Umstände vorkommen. Der Knabe kann nur beweisen, was übel und nichts von dem, was gut aussieht. Die verwünschten Haltfeste, wie ihre Vorgesetzten, werden nach dem Warum und Weshalb fragen und nichts als wahr gelten lassen, was ihnen nicht vollständig bewiesen wird. Er sagt selbst, dass er sich eine Zeit lang in der Gesellschaft von Diebsgelichter befunden, eines Taschendiebstahls angeklagt, vor einem Polizeiamte gestanden hat und aus dem Hause des bestohlenen Herrn gewaltsam entführt ist. Er kann selbst nicht angeben, hat nicht einmal eine Vermutung, wohin. Er wird von Männern nach Jersey hergebracht, die ganz vernarrt in ihn zu sein scheinen und ihn durch ein Fenster stecken, um ein Haus zu plündern, und gerade in dem Augenblicke, wo er die Bewohner wecken und tun will, was seine Unschuld ins Licht setzen würde, verrennt ihm der verwünschte Haushofmeister den Weg und schießt ihn in den Arm, gleichsam recht absichtlich, um ihn daran zu hindern, etwas zu tun, was ihm nützt. Könnte. Leuchtet Ihnen das alles nicht ein?« »Natürlich leuchtet es mir ein«, erwiderte Rosa, den Eifer des Doktors belächelnd. »Allein ich sehe nur noch immer nichts darin, wodurch die Schuld des armen Kindes erwiesen würde.« »Nicht, ei«, rief Losburn aus, »o, über die hellen, scharfen Äugelein der Damen, womit sie, da ist zum Guten oder Bösen, immer nur die eine Seite an einer Sache oder Frage sehen, und zwar stets die, die sich ihnen eben zuerst dargeboten hat.« Nachdem er seinem Herzen Luft dadurch gemacht, dass er Miss Rosa diesen Erfahrungssatz zu Gemüt geführt, steckte er die Hände in die Taschen und fing wieder an, mit noch rascheren Schritten als zuvor im Zimmer auf und ab zu gehen. »Je mehr ich darüber nachdenke«, fuhr er fort, »desto zahlreichere und größere Schwierigkeiten sehe ich voraus, den beiden Leuten die Geschichte des Knaben glaubhaft zu machen. Ich bin überzeugt, dass sie ihm schlechterdings keinen Glauben schenken werden, und selbst wenn sie ihm am Ende nichts anhaben können, so werden doch ihre Zweifel und der Verdacht, den diese wieder auf ihn werfen müssen, von sehr wesentlichem Nachteile für den wohlwollenden Plan sein, ihn aus dem Elende zu retten.«
Oh, bester Doktor, was ist zu tun? Rief Rosa aus. Du lieber Himmel, dass der Giles auch den unseligen Einfall hat haben müssen, nach der Polizei zu schicken. Ich wüsste nicht, was ich darum gäbe, wenn es nicht geschehen wäre, fiel Mrs. Maylie ein. Ich weiß nur eins, sagte der Doktor sich mit einer Art Ruhe der Verzweiflung hinsetzend, dass ich die Kerle mit göttlicher Unverschämtheit aus dem Hause zu bringen suchen muss. Der Zweck ist ein guter und darin liegt die Entschuldigung. Bei dem Knaben zeigen sich starke Fiebersymptome und er befindet sich in einem Zustande, dass er für jetzt nicht mehr befragt werden darf. Das ist ein Trost. Wir müssen seine Lage so gut als möglich zu benutzen suchen und wenn es nicht glücken will, so ist es nicht unsere Schuld. Herein! Blathers und Duff erschienen und der Erstere sprach sogleich ein Urteil über den Einbruch in einem Kauderwelsch aus, das weder Losburn noch die Damen verstanden. Um eine Erklärung gebeten, sagte er, dem Doktor einen verächtlichen Blick zuwerfend und sich mitleidig zu den Damen wendend, er meine, dass die Dienerschaft bei dem beabsichtigten Raube nicht im Einverständnisse gewesen sei. Anmerkung des Übersetzers. Das eine so große Rolle spielt, weil die meisten Diebstähle in London im Einverständnis mit der Dienerschaft begangen werden. »Wir haben auch durchaus keinen Verdacht gegen Sie gehegt«, bemerkte Mrs. Maylie. »Mag wohl sein, Ma'am«, entgegnete Blathers, »sie konnte aber Hand im Spiele gehabt haben.« Und eben weil kein Verdacht sie traf, fiel Duff ein, musste umso mehr danach geforscht werden. »Wir haben gefunden, dass der Einbruch Londoner Werk ist«, fuhr Blathers fort. »Die Kerle haben meisterhaft gearbeitet.« »In Wahrheit sehr wackere Arbeit«, bemerkte Duff leise. »Der Einbrecher sind zwei gewesen«, berichtete Blathers weiter, »und sie haben einen Knaben bei sich gehabt, was aus der Größe des Fensters klar ist. Mehr lässt sich für jetzt nicht sagen. Zeigen Sie uns doch den Burschen, den Sie im Hause haben.« »Die Herren nehmen aber wohl erst ein wenig zu trinken an, Mrs. Maylie«, sagte der Doktor mit erheiterten Mienen, als wenn ihm ein neuer Gedanke aufgegangen wäre. »Gewiß«, fiel Rosa eifrig ein, »es steht Ihnen sogleich alles zu Diensten, wenn Sie befehlen.« »Danke schön, Miss«, sagte Blathers mit dem Rockärmel über den Mund fahrend. »So ein Verhör ist trockene Arbeit. Was Sie eben zur Hand haben, Miss, machen Sie sich unseretwegen keine Ungelegenheiten.« »Was belieben Sie?« fragte der Doktor der jungen Dame nach dem Eckschranke folgend. »Wenn's Ihnen gleich viel ist, nen Tropfen Branntwein, Sir«, erwiderte Blathers. »Wir hatten eine kalte Fahrt von London her, und der Branntwein läuft einem so warm übers Herz.« Er richtete die letzteren Worte an Mrs. Maylie, und der Doktor schlüpfte unterdes aus dem Zimmer. »Ah, meine Damen«, fuhr Blathers das ihm gereichte Glas vor das Auge emporhaltend fort, »ich habe in meinem Leben die schwere Menge solcher Geschichten erlebt.« »Zum Beispiel den Einbruch in Edmonton, Blathers«, fiel Duff ein. »Ja, ja«, sagte Blathers, »der war diesem allerdings ähnlich genug. Er wurde von dem Conky Chickweed begangen.« »Das hast du immer behauptet«, entgegnete Duff, »aber ich sage dir, die Familie Pett hat ihn verübt und Conky hat nicht mehr Hand im Spiele dabei gehabt als ich.« »Ei, was«, sagte Blathers, »ich weiß es besser. Entsinnst du dich noch, wie sich Conky sein Geld stehlen ließ? Es war eine Geschichte noch merkwürdiger, als sie in einem Buche vorkommen kann.« »Erzählen Sie doch«, nahm Rosa das Wort, um die unwillkommenen Gäste bei guter Laune zu erhalten. »Es war eine Spitzweberei, worauf so leicht niemand verfallen sein würde, Miss«, begann Blathers, »nämlich der Conky Chickweed.« »Conky bedeutet so viel als
MS Gotcha Man, bemerkte Duff. Anmerkung des Übersetzers, MS Gotcha bedeutet so viel wie Verräter oder Angeber. »Das wird die Dame ja wohl wissen«, bemerkte Blathers. »Unterbrich mich doch nicht immer. Also, Miss, der Conky Chickweed hatte ein Wirtshaus oberhalb Battle Bridge und einen Raum, den viele junge Lords besuchten, um Hahngefechten, Ducks, Hudson und dergleichen zuzuschauen, was man nirgend besser sehen konnte. Es gehörte zu der Zeit noch nicht zur Kabrusche«, Anmerken des Übersetzers, Kabrusche gleich Gaunergenossenschaft. Und einst wurden ihm mitten in der Nacht 327 Guineen aus seiner Schlafkammer von einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster über dem einen Auge gestohlen, der sich unter dem Bette versteckt gehabt hatte und mit dem Gelde aus dem Fenster sprang. Er war flink genug, Conky aber war auch geschwind. Das Geräusch hatte ihn aufgeweckt, er sprang aus dem Bette, schoss hinter dem Diebe drein und machte die Nachbarn wach. Sie erhoben sogleich ein allgemeines Hallo und fanden, dass Conky den Dieb getroffen haben musste, denn sie entdeckten und verfolgten auf einer ganzen Strecke Blutspuren, die sich indes endlich verloren. Das Geld war fort und Chickweed machte Bankerott. Er ging ein paar Tage ganz außer sich umher, zerraufte sich das Haar und erregte so sehr das allgemeine Mitleid, dass ihm von allen Seiten milde Gaben zugeschickt, Subskriptionen für ihn eröffnet wurden und so weiter. Eines Tages kam er in die Polizeistube hereingestürzt und hatte eine geheime Unterredung mit dem Friedensrichter, der darauf Jem Spiers, Jem war einer der tätigsten Polizeidiener, beorderte, Chickweed bei Gefangennehmung des Diebes Beistand zu leisten. »Spiers«, sagte Chickweed, »ich habe ihn gestern Morgen vor meinem Hause vorbeigehen sehen.« »Warum haben Sie ihn nicht sogleich angehalten?«, fragte Spiers. »Ich war so bestürzt, dass Sie mir den Hirnschädel mit einem Zahnstocher hätten entzweischlagen können«, antwortete der arme Mensch. »Wir werden ihn aber gewiss attrapieren, denn heute Abend zwischen 10 und 11 Uhr kommt er wieder vorüber.« Spiers ging sogleich mit ihm und pflanzte sich an ein Wirtshausfenster hinter den Vorhang. Er rauchte in guter Ruhe, aber mit dem Hut auf dem Kopfe, seine Pfeife, als Chickweed plötzlich anfing zu schreien, »Da ist er! Haltet den Dieb! Mordio! Mordio!« Jem Spiers stürzte hinaus und sah Chickweed in vollem Laufe hinter dem Diebe herrennen. Er fing auch an zu laufen, »Was hast du? Was kannst du?« geriet endlich in den Haufen und fand Chickweed darin wieder, allein der Dieb war entkommen, was merkwürdig genug war. Am anderen Morgen war Spiers abermals auf seinem Posten, sah sich die Augen nach einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster müde, so dass er sie endlich mal wegwenden und ruhen lassen musste, und im selbigen Augenblick, als er's tat, fing Chickweed wiederum an zu schreien. Jem stürzt hinaus und ihm nach, sie laufen zweimal so lange als am vorigen Tage, und endlich ist der Dieb wiederum zum Geier. Und so ging's noch mehrere Male, so dass die Nachbarn sagten, der Teufel selbst hätte Chickweed bestohlen und spielte ihm hinterher noch Streiche. Andere aber sagten, der unglückliche Chickweed wäre vor Kummer verrückt geworden. »Was sagte denn Jem Spiers?«, fragte der Doktor, der wieder in das Zimmer zurückgekehrt war. »Jem Spiers«, erwiderte der Erzähler, »sagte eine lange Zeit gar nichts und horchte auf alles, ohne dass man's ihm ansah, zum Zeichen, dass er sich auf sein Geschäft verstand. Eines Morgens aber trat er zu Chickweed und sagte, »Guter Freund, ich hab's jetzt heraus, wer den Diebstahl begangen hat.« »Wirklich?« rief Chickweed aus. »Oh, mein bester Spiers, machen Sie nur, dass ich mich an dem Halunken rächen kann, so werde ich dermal eins zufrieden sterben.« »Bester Spiers, wie heißt der Bösewicht?«
Guter Freund, antwortete Spires ihm eine Prise anbietend, lassen Sie die Narretei, Sie haben es selbst getan. Und so war's auch. Chickweed hatte sich dadurch ein honettes Stück Geld gemacht, und es würde auch niemand dahinter gekommen sein, wenn er nicht so übereifrig gewesen wäre, den Verdacht von sich fernzuhalten. »Ein seltsamer Fall«, bemerkte der Doktor, »wenn es Ihnen aber beliebt, so können Sie jetzt hinaufgehen.« Die beiden Constables begaben sich mit Losburn in Olivers Zimmer. Giles leuchtete ihnen. Der kleine Patient hatte geschlummert und sah kränker und fieberischer aus als am Tage. Der Doktor stützte ihn so, dass er sich eine kurze Weile emporrichten konnte, und er starrte umher, ohne zu wissen, was mit ihm vorging, oder sich zu erinnern, wo er sich befand oder was mit ihm vorgegangen war. »Dies ist der Knabe«, sagte Losburn leise, aber desungeachtet mit großer Lebhaftigkeit, »der in einem Garten hier in der Nähe bei einer kleinen Übertretung, wie sie bei Kindern häufig vorkommt, durch einen Selbstschuss verwundet ist, in Mrs. Maylies Hause Beistand gesucht und den der scharf blickende Herr da mit dem Lichte in der Hand sogleich festgehalten und dermaßen misshandelt hat, dass das Leben des Patienten, was ich ärztlich bescheinigen kann, beträchtlich gefährdet worden ist.« Blathers und Duff hefteten die Blicke auf den solchermaßen ihrer Beachtung empfohlenen Giles, dessen Mienen das spaßhafteste Gemisch von Furcht und Verwirrung ausdrückten. »Sie werden nicht leugnen wollen«, fügte Losburn Oliver wieder niederlegend hinzu. »Es geschah alles zum Besten, Sir«, antwortete Giles. »Ich hielt ihn für den Knaben, hätte mich sonst sicher nicht mit ihm befasst. Ich bin wahrlich kein Unmensch, Sir.« »Für was für einen Knaben hielten Sie ihn?«, fragte Blathers. »Für den der Hauseinbrecher«, erwiderte Giles. »Sie hatten einen Knaben bei sich.« »Halten Sie ihn noch jetzt für den Knaben?« »Kann's wirklich nicht sagen, könnt's nicht beschwören, dass er's ist.« »Was glauben Sie aber?« »Ich weiß wirklich nicht, was ich glauben soll. Ich glaube nicht, dass es der Knabe ist. Ich bin so gut wie gewiss, dass er es nicht ist. Sie wissen, dass er es nicht sein kann.« »Hat der Mann getrunken, Sir?«, fragte Blathers den Doktor. Losburn hatte unterdessen Olivers Puls gefühlt, stand auf und bemerkte, die Herren möchten, wenn sie Zweifel hegten, im anstoßenden Zimmer Brittles befragen. Man begab sich in das anstoßende Zimmer und Brittles wurde gerufen und verwickelte sich wie Mr. Giles in ein solches Irrsal neuer Widersprüche und Unmöglichkeiten, dass durchaus nichts klar wurde als seine eigene Unklarheit und dass nur einige seiner Aussagen einiges Licht gaben. Er würde den Knaben nicht wiedererkennen, hätte Oliver nur für denselben gehalten, weil Giles gesagt, dass er es wäre, und Giles hätte noch vor 5 Minuten in der Küche erklärt, dass er zu voreilig gewesen zu sein fürchte. Unter anderen scharfsinnigen Fragen wurde auch die aufgeworfen, ob Mr. Giles wirklich jemand getroffen habe, und als sein zweites Pistol untersucht wurde, fand sich, dass es nur mit Pulver geladen war. Eine Entdeckung, welche großen Eindruck auf alle machte, den Doktor ausgenommen, der 10 Minuten zuvor die Kugel herausgezogen hatte. Den größesten Eindruck machte sie aber bei Mr. Giles selbst, der in der schrecklichsten Angst geschwebt hatte, ein unglückliches Kind tödlich verwundet zu haben und nunmehr nach Kräften die Vermutung begünstigte, dass auch das erste Pistol nur mit Pulver geladen gewesen wäre. Endlich entfernten sich Blathers und Duff, ohne sich um Oliver viel zu bekümmern, den Constable aus Chertsey zurücklassen und unter dem Versprechen, am anderen Morgen wiederzukommen.
Am anderen Morgen verbreitete sich in dem Städtchen, in welchem sie übernachtet, das Gerücht, dass zwei Männer und ein Knabe in der Nacht unter verdächtigen Umständen angehalten und nach Kingston gebracht wären, wohin sich demgemäß Blathers und Duff begaben. Die verdächtigen Umstände schrumpften indes bei genauerer Nachforschung zu dem einen Umstande zusammen, dass die Delinquenten in einem Heuschober geschlafen hatten, was, obwohl ein großes Verbrechen, doch nur mit Gefängnis bestraft werden kann und in den gnadenvollen Augen des englischen, mit gemeinsamer Liebe alle Untertanen umfassenden Gesetzes in Ermangelung aller sonstigen Indizien nicht als ein genügender Beweis gilt, dass der oder die Schläfer Einbruch mit Gewaltsamkeit verbunden begangen haben und deshalb der Todesstrafe verfallen sind. Blathers und Duff kehrten daher gerade so klug zurück, als sie hingereist waren. Um es in der Kürze zu sagen, ließ sich nach mehrfachem Verhandeln mit ihnen der nächstwohnende Friedensrichter leicht bewegen, Mrs. Maylies und Mr. Losburns Bürgschaft für Olivers Erscheinen vor Gericht anzunehmen, falls er zitiert werden sollte, und gingen Blathers und Duff, nachdem sie durch ein paar Guineen belohnt waren, mit geteilten Meinungen nach London zurück, indem der Letztere nach reiflicher Überlegung aller betreffenden Umstände zu der Annahme hinneigte, dass der Einbruchsversuch von der Familie Pett ausgegangen sei, wogegen der Erstere ebenso sehr geneigt war, das ganze Verdienst der Tat dem großen Conkey Chickweed zuzuschreiben. Mit Oliver besserte es sich unter der vereinten sorgfältigen Behandlung und Pflege Mrs. Maylies, Rosas und des gutherzigen Doktors. Wenn glühende Bitten aus Herzen von Dankbarkeit überfließend im Himmel gehört werden, und was sind Gebete, wenn der Himmel sie nicht hört, so vernahm er die Segnungen, die das verwaiste Kind auf seine Wohltäter herabrief, die dadurch mit Friede und Freude in ihrem Innern belohnt wurden. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 9. August 2024. Abschnitt 5 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 29. Kapitel, worin die Herren Blathers und Duff auftreten. Brittles öffnete die Haustür ein wenig und fragte, wer da wäre. »Die Polizei aus Bow Street, nach welcher heute Mittag geschickt wurde«, lautete die Antwort. Brittles öffnete die Tür, vollkommen beruhigt, soweit es nötig war, und hereinschritt sogleich ein stattlicher Mann in einem Überrocke und forderte Brittles auf, seinem Begleiter beim Gig das Pferd abzunehmen. Beide Gentlemen wurden in das Wohnzimmer geführt und legten ohne Umstände die Oberröcke und Hüte ab. Der erste, der geklopft hatte, war ein starker Mann von Mittelgröße, etwa 50 Jahre alt, und hatte glänzendes, ziemlich dicht abgeschnittenes Haar, ein rundes Gesicht und scharfe Augen. Der andere war ein Rotkopf und hager, trug Stulpenstiefel und hatte kein einnehmendes Gesicht und eine aufgeworfene, widerwärtige Nase. »Melden Sie Ihrer Herrschaft, dass Blathers und Duff hier wären«, sagte der stärkere Mann, sein Haar niederstreichend und ein paar Handfesseln auf den Tisch legend. »Ah, guten Abend, Sir. Kann ich ein Wörtchen allein mit Ihnen reden?« Diese Anrede war an Mr. Losburn gerichtet, der eben mit den beiden Damen eintrat und Brittles einen Wink gab, hinauszugehen. Der Doktor sagte, Mr. Blathers wäre die ältere Dame wäre und nötigte ihn und seinen Begleiter Platz zu nehmen.
Blathers setzte sich ohne Umstände, und Duff, der sich weniger in guter Gesellschaft bewegt zu haben schien oder sich doch jedenfalls nicht mit großer Leichtigkeit darin bewegte, tat es erst nach manchem umständlichen Kratzfuße und forcierte den Knauf seines Handstockes in den Mund, sobald er es getan hatte. »Lassen Sie uns nun aber sogleich auf den hier verübten Einbruch kommen, Sir«, sagte Blathers. »Wie verhält es sich mit der Sache?« Losburn wünschte, Zeit zu gewinnen, und berichtete der Länge nach und mit großer Weitschweifigkeit. Die Herren Blathers und Duff hörten mit äußerst weisen Mienen und blinzelten einander dann und wann sehr pfiffig zu. »Ich kann über die Sache natürlich nicht eher etwas Gewisses sagen«, bemerkte Blathers, »als Losburn erzählt hatte, als bis ich die Stelle in Augenschein genommen habe, wo der Einbruch versucht ist. Jedoch meine Meinung ist rundheraus die, denn ich stehe, selbst auf die Gefahr zu irren, nicht an, so weit zu gehen, dass er von keinem Kaffer verübt ist. Was sagst du, Duff?« Duff war ganz derselben Meinung. »Sie wollen sagen«, versetzte Losburn lächelnd, »der Einbruch sei von keinem Landmanne, keinem Nicht-Londoner verübt.« »Ganz recht, Sir. Wissen Sie noch etwas über den Frevel zu sagen?« Losburn verneinte. »Was ist denn das aber mit dem Knaben, von dem die Dienerschaft im Hause spricht?« »Oh, ganz und gar nichts«, erwiderte der Doktor. »Der Haushofmeister hatte es sich in seiner Bestürzung in den Kopf gesetzt. Der Knabe wäre bei dem Einbruche, der Himmel weiß wie, beteiligt gewesen. Es ist aber durchaus nichts als Torheit und alberne Einbildung gewesen.« »Das heißt den Punkt sehr leicht abfertigen«, bemerkte Duff. »Du hast ganz recht, Duff«, sagte Blathers mit bekräftigendem Kopfnicken und mit den Handfesseln spielend, als wenn sie ein paar Kastagnetten gewesen wären. »Wer ist der Knabe? Welche Auskunft gibt er über sich? Woher kam er? Er wird doch nicht aus den Wolken gefallen sein, Sir.« »Natürlich nein«, sagte Losburn, den Damen einen unruhigen Blick zuwerfend. »Mir ist indessen sein ganzer Lebenslauf bekannt, und doch wir können nachher darüber sprechen. Wollen Sie nicht vor allen Dingen die Stelle sehen, wo die Diebe einzubrechen versuchten?« »Allerdings«, erwiderte Blathers, »wir nehmen zuerst den Augenschein und verhören sodann die Dienerschaft. Das pflegt der gewöhnliche Gang des Geschäftes zu sein.« Die Herren Blathers und Duff in Begleitung des Constables aus der Küche, Brittles, Giles und mit einem Worte sämtlicher Hausbewohner begaben sich in das kleine Gemach am Ende der Hausflur und sahen aus dem Fenster, gingen darauf hinaus und sahen in das Fenster hinein, besichtigten den Fensterladen, spürten den Fußtritten nach beim Scheine einer Laterne und durchstachen die Büsche vermittels einer Heugabel. Nachdem dies alles geschehen war und alle der Prozedur mit atemloser Teilnahme beigewohnt hatten, gingen Blathers und Duff wieder hinein und examinierten Giles und Brittles über ihren Anteil an den Begebenheiten der Schreckensnacht, und Giles und Brittles erzählten sechs Male statt eines Mals und widersprachen einander beim ersten nur in einem einzigen wichtigen Punkte und beim letzten nur in einem Dutzend wesentlichen Aussagen. Nachdem dieses Endziel erreicht war, veranstalteten Blathers und Duff eine Räumung des Zimmers und flogen miteinander einen langen Rat, gegen welchen in Beziehung auf Heimlichkeit und Feierlichkeit eine Konsultation berühmter Doktoren über den schwierigsten Krankheitsfall bloßes Kinderspiel gewesen wäre. Losburn ging unter des im anstoßenden Zimmer sehr unruhig auf und ab, und Mrs. Maylie und Rosa schauten ihm mit noch größerer Unruhe zu. »Auf mein Wort«, sagte er nach einer Doppelbeschleunigung seiner Schritte plötzlich stillstehend, »ich weiß kaum, was hier zu tun ist.«
Wenn den beiden Männern, versetzte Rosa, die Geschichte des unglücklichen Knaben erzählt würde, wie sie ist, es wäre sicher genug, ihn in ihren Augen von Schuld zu entlasten. »Das muss ich bezweifeln, meine werte junge Dame«, wendete der Doktor kopfschüttelnd ein. »Ich glaube nicht, dass es Sie oder auch die höheren Polizei- oder Justizbeamten befriedigen würde. Sie würden sagen, er sei jedenfalls ein fortgelaufener Kirchspielknabe und Lehrling. Nach rein weltlich verständigen Erwägungen und Wahrscheinlichkeiten beurteilt, unterliegt seine Geschichte großen Zweifeln.« »Sie schenken ihr doch Glauben«, fiel Rosa hastig ein. »Ich schenke ihr Glauben, so befremdlich sie lautet, und bin vielleicht ein großer Tor, weil ich es tue«, versetzte der Doktor. »Allein nichtsdestoweniger halte ich es keineswegs für eine solche, die einen erfahrenen Polizeibeamten zufriedenstellen würde.« »Warum aber nicht?«, fragte Rosa. »Meine schöne Inquirentin«, erwiderte Los Byrne, »weil in ihr, wenn man sie mit den Augen jener Herren betrachtet, so viele böse Umstände vorkommen. Der Knabe kann nur beweisen, was übel und nichts von dem, was gut aussieht. Die verwünschten Haltfeste, wie ihre Vorgesetzten, werden nach dem Warum und Weshalb fragen und nichts als wahr gelten lassen, was ihnen nicht vollständig bewiesen wird. Er sagt selbst, dass er sich eine Zeit lang in der Gesellschaft von Diebsgelichter befunden, eines Taschendiebstahls angeklagt, vor einem Polizeiamte gestanden hat und aus dem Hause des bestohlenen Herrn gewaltsam entführt ist. Er kann selbst nicht angeben, hat nicht einmal eine Vermutung, wohin. Er wird von Männern nach Jersey hergebracht, die ganz vernarrt in ihn zu sein scheinen und ihn durch ein Fenster stecken, um ein Haus zu plündern, und gerade in dem Augenblicke, wo er die Bewohner wecken und tun will, was seine Unschuld ins Licht setzen würde, verrennt ihm der verwünschte Haushofmeister den Weg und schießt ihn in den Arm, gleichsam recht absichtlich, um ihn daran zu hindern, etwas zu tun, was ihm nützt. Könnte. Leuchtet Ihnen das alles nicht ein?« »Natürlich leuchtet es mir ein«, erwiderte Rosa, den Eifer des Doktors belächelnd. »Allein ich sehe nur noch immer nichts darin, wodurch die Schuld des armen Kindes erwiesen würde.« »Nicht?« »Ei«, rief Los Byrne aus, »o, über die hellen, scharfen Äugelein der Damen, womit sie, da ist zum Guten oder Bösen, immer nur die eine Seite an einer Sache oder Frage sehen, und zwar stets die, die sich ihnen eben zuerst dargeboten hat.« Nachdem er seinem Herzen Luft dadurch gemacht, dass er Miss Rosa diesen Erfahrungssatz zu Gemüt geführt, steckte er die Hände in die Taschen und fing wieder an, mit noch rascheren Schritten als zuvor im Zimmer auf- und abzugehen. »Je mehr ich darüber nachdenke«, fuhr er fort, »desto zahlreichere und größere Schwierigkeiten sehe ich voraus, den beiden Leuten die Geschichte des Knaben glaubhaft zu machen. Ich bin überzeugt, dass sie ihm schlechterdings keinen Glauben schenken werden, und selbst wenn sie ihm am Ende nichts anhaben können, so werden doch ihre Zweifel und der Verdacht, den diese wieder auf ihn werfen müssen, von sehr wesentlichem Nachteile für den wohlwollenden Plan sein, ihn aus dem Elende zu retten.« »O, bester Doktor, was ist zu tun?« rief Rosa aus. »Du lieber Himmel, dass der Giles auch den unseligen Einfall hat haben müssen, nach der Polizei zu schicken.« »Ich wüsste nicht, was ich darum gäbe, wenn es nicht geschehen wäre«, fiel Mrs. Maley ein. »Ich weiß nur eins«, sagte der Doktor, sich mit einer Art Ruhe der Verzweiflung hinsetzend, »dass ich die Kerle mit göttlicher Unverschämtheit aus dem Hause zu bringen suchen muß. Der Zweck ist ein guter, und darin liegt die Entschuldigung. Bei dem Knaben zeigen sich starke Fiebersymptome, und er befindet sich in einem Zustande,
dass er für jetzt nicht mehr befragt werden darf. Das ist ein Trost. Wir müssen seine Lage so gut als möglich zu benutzen suchen und wenn es nicht glücken will, so ist es nicht unsere Schuld. Herein! Blathers und Duff erschienen und der Erstere sprach sogleich ein Urteil über den Einbruch in einem Kauderwelsch aus, das weder Losburn noch die Damen verstanden. Um eine Erklärung gebeten, sagte er, dem Doktor einen verächtlichen Blick zuwerfend und sich mitleidig zu den Damen wendend, er meine, dass die Dienerschaft bei dem beabsichtigten Raube nicht im Einverständnisse gewesen sei. Anmerkung des Übersetzers. Dass eine so große Rolle spielt, weil die meisten Diebstähle in London im Einverständnis mit der Dienerschaft begangen werden. »Wir haben auch durchaus keinen Verdacht gegen Sie gehegt«, bemerkte Mrs. Maylie. »Mag wohl sein, Ma'am«, entgegnete Blathers, »sie konnte aber Hand im Spiele gehabt haben.« Und eben weil kein Verdacht sie traf, fiel Duff ein, musste umso mehr danach geforscht werden. »Wir haben gefunden, dass der Einbruch Londoner Werk ist«, fuhr Blathers fort. »Die Kerle haben meisterhaft gearbeitet.« »In Wahrheit sehr wackere Arbeit«, bemerkte Duff leise. »Der Einbrecher sind zwei gewesen«, berichtete Blathers weiter, »und sie haben einen Knaben bei sich gehabt, was aus der Größe des Fensters klar ist. Mehr lässt sich für jetzt nicht sagen. Zeigen Sie uns doch den Burschen, den Sie im Hause haben.« »Die Herren nehmen aber wohl erst ein wenig zu trinken an, Mrs. Maylie«, sagte der Doktor mit erheiterten Mienen, als wenn ihm ein neuer Gedanke aufgegangen wäre. »Gewiss«, fiel Rosa eifrig ein, »es steht Ihnen sogleich alles zu Diensten, wenn Sie befehlen.« »Danke schön, Miss«, sagte Blathers mit dem Rockärmel über den Mund fahrend. »So ein Verhör ist trockene Arbeit. Was Sie eben zur Hand haben, Miss, machen Sie sich unseretwegen keine Ungelegenheiten.« »Was belieben Sie?« fragte der Doktor, der jungen Dame nach dem Eckschranke folgend. »Wenn's Ihnen gleich viel ist, nen Tropfen Branntwein, Sir«, erwiderte Blathers. »Wir hatten eine kalte Fahrt von London her, und der Branntwein läuft einem so warm übers Herz.« Er richtete die letzteren Worte an Mrs. Maylie, und der Doktor schlüpfte unterdes aus dem Zimmer. »Ah, meine Damen«, fuhr Blathers das ihm gereichte Glas vor das Auge emporhaltend fort, »ich habe in meinem Leben die schwere Menge solcher Geschichten erlebt.« »Zum Beispiel den Einbruch in Edmonton, Blathers«, fiel Duff ein. »Ja, ja«, sagte Blathers, »der war diesem allerdings ähnlich genug. Er wurde von dem Conky Chickweed begangen.« »Das hast du immer behauptet«, entgegnete Duff, »aber ich sage dir, die Familie Pett hat ihn verübt und Conky hat nicht mehr Hand im Spiele dabei gehabt als ich.« »Ei, was«, sagt der Blathers, »ich weiß es besser. Entsinnst du dich noch, wie sich Conky sein Geld stehlen ließ? Es war eine Geschichte noch merkwürdiger, als sie in einem Buche vorkommen kann.« »Erzählen Sie doch«, nahm Rosa das Wort, um die unwillkommenen Gäste bei guter Laune zu erhalten. »Es war eine Spitzweberei, worauf so leicht niemand verfallen sein würde, Miss«, begann Blathers, »nämlich der Conky Chickweed.« »Conky bedeutet so viel als MS Gatsche, Ma'am«, bemerkte Duff. Anmerkung des Übersetzers, MS Gatsche bedeutet so viel wie Verräter oder Angeber. »Das wird die Dame ja wohl wissen«, bemerkte Blathers, »unterbrich mich doch nicht immer. Also, Miss, der Conky Chickweed hatte ein Wirtshaus oberhalb Battle Bridge und einen Raum, den viele junge Lords besuchten, um Hahngefechten, Dachshatzen und dergleichen zuzuschauen, was man nirgend besser sehen konnte. Es gehörte zu der Zeit noch nicht zur Kabrusche«, Anmerkung des Übersetzers, »Kabrusche gleich Gaunergenossenschaft.
Und einst wurden ihm mitten in der Nacht 327 Guineen aus seiner Schlafkammer von einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster über dem einen Auge gestohlen, der sich unter dem Bette versteckt gehabt hatte und mit dem Gelde aus dem Fenster sprang. Er war flink genug, Conky aber war auch geschwind. Das Geräusch hatte ihn aufgeweckt, er sprang aus dem Bette, schoss hinter dem Diebe drein und machte die Nachbarn wach. Sie erhoben sogleich ein allgemeines Hallo und fanden, dass Conky den Dieb getroffen haben musste, denn sie entdeckten und verfolgten auf einer ganzen Strecke Blutspuren, die sich indes endlich verloren. Das Geld war fort und Chickweed machte Bankerott. Er ging ein paar Tage ganz außer sich umher, zerraufte sich das Haar und erregte so sehr das allgemeine Mitleid, dass ihm von allen Seiten milde Gaben zugeschickt, Subskriptionen für ihn eröffnet wurden und so weiter. Eines Tages kam er in die Polizeistube hereingestürzt und hatte eine geheime Unterredung mit dem Friedensrichter, der darauf Jem Spiers, Jem war einer der tätigsten Polizeidiener, beorderte, Chickweed bei Gefangennehmung des Diebes Beistand zu leisten. Spiers, sagte Chickweed, ich habe ihn gestern Morgen vor meinem Hause vorbeigehen sehen. »Warum haben Sie ihn nicht sogleich angehalten?« fragte Spiers. »Ich war so bestürzt, dass Sie mir den Hirnschädel mit einem Zahnstocher hätten entzweischlagen können,« antwortete der arme Mensch. »Wir werden ihn aber gewiss attrapieren, denn heute Abend zwischen 10 und 11 Uhr kommt er wieder vorüber.« Spiers ging sogleich mit ihm und pflanzte sich an ein Wirtshausfenster hinter den Vorhang. Er rauchte in guter Ruhe, aber mit dem Hut auf dem Kopfe, seine Pfeife, als Chickweed plötzlich anfing zu schreien, »Da ist er! Haltet den Dieb! Mordio! Mordio!« Jem Spiers stürzte hinaus und sah Chickweed in vollem Laufe hinter dem Diebe herrennen. Er fing auch an zu laufen, »Was hast du? Was kannst du?« geriet endlich in den Haufen und fand Chickweed darin wieder. Allein der Dieb war entkommen, was merkwürdig genug war. Am anderen Morgen war Spiers abermals auf seinem Posten, sah sich die Augen nach einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster müde, so dass er sie endlich mal wegwenden und ruhen lassen musste, und im selbigen Augenblick, als er's tat, fing Chickweed wiederum an zu schreien. Jem stürzt hinaus und ihm nach, sie laufen zweimal so lange als am vorigen Tage, und endlich ist der Dieb wiederum zum Geier. Und so ging's noch mehrere Male, so dass die Nachbarn sagten, der Teufel selbst hätte Chickweed bestohlen und spielte ihm hinterher noch Streiche. Andere aber sagten, der unglückliche Chickweed wäre vor Kummer verrückt geworden. »Was sagte denn Jem Spiers?« fragte der Doktor, der wieder in das Zimmer zurückgekehrt war. »Jem Spiers«, erwiderte der Erzähler, »sagte eine lange Zeit gar nichts und horchte auf alles, ohne dass man's ihm ansah, zum Zeichen, dass er sich auf sein Geschäft verstand. Eines Morgens aber trat er zu Chickweed und sagte, »Guter Freund, ich hab's jetzt heraus, wer den Diebstahl begangen hat.« »Wirklich?« rief Chickweed aus. »Oh, mein bester Spiers, machen Sie nur, dass ich mich an dem Halunken rächen kann, so werde ich dermal eins zufrieden sterben.« »Bester Spiers, wie heißt der Bösewicht?« »Guter Freund«, antwortete Spiers, ihm eine Prise anbietend, »lassen Sie die Narretei, Sie haben es selbst getan.« Und so war's auch. Chickweed hatte sich dadurch ein honettes Stück Geld gemacht, und es würde auch niemand dahinter gekommen sein, wenn er nicht so übereifrig gewesen wäre, den Verdacht von sich fernzuhalten. »Ein seltsamer Fall«, bemerkte der Doktor, »wenn es Ihnen aber beliebt, so können Sie jetzt hinaufgehen.« Die beiden Constables begaben sich mit Losburn in Olivers Zimmer. Giles leuchtete ihnen. Der kleine Patient hatte geschlummert und sah kränker und fieberischer aus als am Tage.
Der Doktor stützte ihn so, dass er sich eine kurze Weile emporrichten konnte, und er starrte umher, ohne zu wissen, was mit ihm vorging, oder sich zu erinnern, wo er sich befand oder was mit ihm vorgegangen war. »Dies ist der Knabe«, sagte Losburn leise, aber desungeachtet mit großer Lebhaftigkeit, »der in einem Garten hier in der Nähe bei einer kleinen Übertretung, wie sie bei Kindern häufig vorkommt, durch einen Selbstschuss verwundet ist, in Mrs. Maylies Hause Beistand gesucht und den der scharfblickende Herr da mit dem Lichte in der Hand sogleich festgehalten und dermaßen misshandelt hat, dass das Leben des Patienten, was ich ärztlich bescheinigen kann, beträchtlich gefährdet worden ist.« Blathers und Duff hefteten die Blicke auf den solchermaßen ihrer Beachtung empfohlenen Giles, dessen Mienen das spaßhafteste Gemisch von Furcht und Verwirrung ausdrückten. »Sie werden nicht leugnen wollen«, fügte Losburn Oliver wieder niederlegend hinzu. »Es geschah alles zum Besten, Sir«, antwortete Giles. »Ich hielt ihn für den Knaben, hätte mich sonst sicher nicht mit ihm befasst. Ich bin wahrlich kein Unmensch, Sir.« »Für was für einen Knaben hielten Sie ihn?«, fragte Blathers. »Für den der Hauseinbrecher«, erwiderte Giles. »Sie hatten einen Knaben bei sich.« »Halten Sie ihn noch jetzt für den Knaben?« »Kann's wirklich nicht sagen, könnt's nicht beschwören, dass er's ist.« »Was glauben Sie aber?« »Ich weiß wirklich nicht, was ich glauben soll. Ich glaube nicht, dass es der Knabe ist. Ich bin so gut wie gewiss, dass er es nicht ist. Sie wissen, dass er es nicht sein kann.« »Hat der Mann getrunken, Sir?«, fragte Blathers den Doktor. Losburn hatte unterdessen Olivers Puls gefühlt, stand auf und bemerkte, die Herren möchten, wenn sie Zweifel hegten, im anstoßenden Zimmer Brittles befragen. Man begab sich in das anstoßende Zimmer und Brittles wurde gerufen und verwickelte sich wie Mr. Giles in ein solches Irrsal neuer Widersprüche und Unmöglichkeiten, dass durchaus nichts klar wurde als seine eigene Unklarheit und dass nur einige seiner Aussagen einiges Licht gaben. Er würde den Knaben nicht wiedererkennen, hätte Oliver nur für denselben gehalten, weil Giles gesagt, dass er es wäre, und Giles hätte noch vor 5 Minuten in der Küche erklärt, dass er zu voreilig gewesen zu sein fürchte. Unter anderen scharfsinnigen Fragen wurde auch die aufgeworfen, ob Mr. Giles wirklich jemand getroffen habe, und als sein zweites Pistol untersucht wurde, fand sich, dass es nur mit Pulver geladen war. Eine Entdeckung, welche großen Eindruck auf alle machte, den Doktor ausgenommen, der 10 Minuten zuvor die Kugel herausgezogen hatte. Den größesten Eindruck machte sie aber bei Mr. Giles selbst, der in der schrecklichsten Angst geschwebt hatte, ein unglückliches Kind tödlich verwundet zu haben und nunmehr nach Kräften die Vermutung begünstigte, dass auch das erste Pistol nur mit Pulver geladen gewesen wäre. Endlich entfernten sich Blathers und Duff, ohne sich um Oliver viel zu bekümmern, den Constable aus Chertsey zurücklassen und unter dem Versprechen, am anderen Morgen wiederzukommen. Am anderen Morgen verbreitete sich in dem Städtchen, in welchem sie übernachtet, das Gerücht, dass 2 Männer und ein Knabe in der Nacht unter verdächtigen Umständen angehalten und nach Kingston gebracht wären, wohin sich demgemäß Blathers und Duff begaben. Die verdächtigen Umstände schrumpften indes bei genauerer Nachforschung zu dem einen Umstande zusammen, dass die Delinquenten in einem Heuschober geschlafen hatten, was, obwohl ein großes Verbrechen, doch nur mit Gefängnis bestraft werden kann und in den gnadenvollen Augen des englischen, mit gemeinsamer Liebe alle Untertanen umfassenden Gesetzes in Ermangelung aller sonstigen Indizien nicht als ein genügender
Beweis gilt, dass der oder die Schläfer Einbruch mit Gewaltsamkeit verbunden begangen haben und deshalb der Todesstrafe verfallen sind. Blathers und Duff kehrten daher gerade so klug zurück, als sie hingereist waren. Um es in der Kürze zu sagen, ließ sich nach mehrfachem Verhandeln mit ihnen der nächstwohnende Friedensrichter leicht bewegen, Mrs. Maylies und Mr. Losburns Bürgschaft für Olivers Erscheinen vor Gericht anzunehmen, falls er zitiert werden sollte, und gingen Blathers und Duff, nachdem sie durch ein paar Guineen belohnt waren, mit geteilten Meinungen nach London zurück, indem der Letztere nach reiflicher Überlegung aller betreffenden Umstände zu der Annahme hinneigte, dass der Einbruchsversuch von der Familie Pett ausgegangen sei, wogegen der Erstere ebenso sehr geneigt war, das ganze Verdienst der Tat dem großen Conkey Chickweed zuzuschreiben. Mit Oliver besserte es sich unter der vereinten sorgfältigen Behandlung und Pflege Mrs. Maylies, Rosas und des gutherzigen Doktors. Wenn glühende Bitten aus Herzen von Dankbarkeit überfließend im Himmel gehört werden, und was sind Gebete, wenn der Himmel sie nicht hört, so vernahm er die Segnungen, die das verwaiste Kind auf seine Wohltäter herabrief, die dadurch mit Friede und Freude in ihrem Innern belohnt wurden. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 9. August 2024. Abschnitt 5 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 29. Kapitel, worin die Herren Blathers und Duff auftreten. Brittles öffnete die Haustür ein wenig und fragte, wer da wäre. »Die Polizei aus Bow Street, nach welcher heute Mittag geschickt wurde«, lautete die Antwort. Brittles öffnete die Tür, vollkommen beruhigt, soweit es nötig war, und hereinschritt sogleich ein stattlicher Mann in einem Überrocke und forderte Brittles auf, seinem Begleiter beim Gig das Pferd abzunehmen. Beide Gentlemen wurden in das Wohnzimmer geführt und legten ohne Umstände die Oberröcke und Hüte ab. Der erste, der geklopft hatte, war ein starker Mann von Mittelgröße, etwa 50 Jahre alt, und hatte glänzendes, ziemlich dicht abgeschnittenes Haar, ein rundes Gesicht und scharfe Augen. Der andere war ein Rotkopf und hager, trug Stulpenstiefel und hatte kein einnehmendes Gesicht und eine aufgeworfene, widerwärtige Nase. »Melden Sie Ihrer Herrschaft, dass Blathers und Duff hier wären«, sagte der stärkere Mann, sein Haar niederstreichend und ein paar Handfesseln auf den Tisch legend. »Ah, guten Abend, Sir. Kann ich ein Wörtchen allein mit Ihnen reden?« Diese Anrede war an Mr. Losburn gerichtet, der eben mit den beiden Damen eintrat und Brittles einen Wink gab, hinauszugehen. Der Doktor sagte, Mr. Blathers, wer die ältere Dame wäre, und nötigte ihn und seinen Begleiter Platz zu nehmen. Blathers setzte sich ohne Umstände, und Duff, der sich weniger in guter Gesellschaft bewegt zu haben schien oder sich doch jedenfalls nicht mit großer Leichtigkeit darin bewegte, tat es erst nach manchem umständlichen Kratzfuße und forcierte den Knauf seines Handstockes in den Mund, sobald er es getan hatte. »Lassen Sie uns nun aber sogleich auf den hier verübten Einbruch kommen, Sir«, sagte Blathers. »Wie verhält es sich mit der Sache?« Losburn wünschte, Zeit zu gewinnen, und berichtete der Länge nach und mit großer Weitschweifigkeit. Die Herren Blathers und Duff hörten mit äußerst weisen Mienen und blinzelten einander dann und wann sehr pfiffig zu.
Ich kann über die Sache natürlich nicht eher etwas Gewisses sagen, bemerkte Blathers, als Losburn erzählt hatte, als bis ich die Stelle in Augenschein genommen habe, wo der Einbruch versucht ist. Jedoch meine Meinung ist rundheraus die, denn ich stehe, selbst auf die Gefahr zu irren, nicht an, so weit zu gehen, dass er von keinem Kaffer verübt ist. Was sagst du, Duff? Duff war ganz derselben Meinung. Sie wollen sagen, versetzte Losburn lächelnd, der Einbruch sei von keinem Landmanne, keinem Nicht-Londoner verübt. Ganz recht, Sir. Wissen Sie noch etwas über den Frevel zu sagen? Losburn verneinte. Was ist denn das aber mit dem Knaben, von dem die Dienerschaft im Hause spricht? »Oh, ganz und gar nichts«, erwiderte der Doktor. »Der Haushofmeister hatte es sich in seiner Bestürzung in den Kopf gesetzt. Der Knabe wäre bei dem Einbruche, der Himmel weiß wie, beteiligt gewesen. Es ist aber durchaus nichts als Torheit und alberne Einbildung gewesen.« »Das heißt den Punkt sehr leicht abfertigen«, bemerkte Duff. »Du hast ganz recht, Duff«, sagte Blathers mit bekräftigendem Kopfnicken und mit den Handfesseln spielend, als wenn sie ein paar Kastagnetten gewesen wären. »Wer ist der Knabe? Welche Auskunft gibt er über sich? Woher kam er? Er wird doch nicht aus den Wolken gefallen sein, Sir.« »Natürlich nein«, sagte Losburn, den Damen einen unruhigen Blick zuwerfend. »Mir ist indessen sein ganzer Lebenslauf bekannt und, doch wir können nachher darüber sprechen, wollen Sie nicht vor allen Dingen die Stelle sehen, wo die Diebe einzubrechen versuchten?« »Allerdings«, erwiderte Blathers, »wir nehmen zuerst den Augenschein und verhören sodann die Dienerschaft. Das pflegt der gewöhnliche Gang des Geschäftes zu sein.« Die Herren Blathers und Duff in Begleitung des Constables aus der Küche, Brittles, Giles und mit einem Worte sämtlicher Hausbewohner begaben sich in das kleine Gemach am Ende der Hausflur und sahen aus dem Fenster, gingen darauf hinaus und sahen in das Fenster hinein, besichtigten den Fensterladen, spürten den Fußtritten nach beim Scheine einer Laterne und durchstachen die Büsche vermittels einer Heugabel. Nachdem dies alles geschehen war und alle der Prozedur mit atemloser Teilnahme beigewohnt hatten, gingen Blathers und Duff wieder hinein und examinierten Giles und Brittles über ihren Anteil an den Begebenheiten der Schreckensnacht, und Giles und Brittles erzählten sechs Male statt eines Mals und widersprachen einander beim ersten nur in einem einzigen wichtigen Punkte und beim letzten nur in einem Dutzend wesentlichen Aussagen. Nachdem dieses Endziel erreicht war, veranstalteten Blathers und Duff eine Räumung des Zimmers und flogen miteinander einen langen Rat, gegen welchen in Beziehung auf Heimlichkeit und Feierlichkeit eine Konsultation berühmter Doktoren über den schwierigsten Krankheitsfall bloßes Kinderspiel gewesen wäre. Losburn ging unter des im anstoßenden Zimmer sehr unruhig auf und ab, und Mrs. Maylie und Rosa schauten ihm mit noch größerer Unruhe zu. »Auf mein Wort«, sagte er nach einer Doppelbeschleunigung seiner Schritte plötzlich stillstehend, »ich weiß kaum, was hier zu tun ist.« »Wenn den beiden Männern«, versetzte Rosa, »die Geschichte des unglücklichen Knaben erzählt würde, wie sie ist, es wäre sicher genug, ihn in ihren Augen von Schuld zu entlasten.« »Das muss ich bezweifeln, meine werte junge Dame«, wendete der Doktor kopfschüttelnd ein. »Ich glaube nicht, dass es Sie oder auch die höheren Polizei- oder Justizbeamten befriedigen würde. Sie würden sagen, er sei jedenfalls ein fortgelaufener Kirchspielknabe und Lehrling. Nach rein weltlich verständigen Erwägungen und Wahrscheinlichkeiten beurteilt, unterliegt seine Geschichte großen Zweifeln.« »Sie schenken ihr doch Glauben«, fiel Rosa hastig ein.
Ich schenke ihr Glauben, so befremdlich sie lautet, und bin vielleicht ein großer Tor, weil ich es tue, versetzte der Doktor. Allein nichtsdestoweniger halte ich es keineswegs für eine solche, die einen erfahrenen Polizeibeamten zufriedenstellen würde. »Warum aber nicht?« fragte Rosa. »Meine schöne Inquirentin«, erwiderte Los Byrne, »weil in ihr, wenn man sie mit den Augen jener Herren betrachtet, so viele böse Umstände vorkommen. Der Knabe kann nur beweisen, was übel und nichts von dem, was gut aussieht. Die verwünschten Haltfeste, wie ihre Vorgesetzten, werden nach dem Warum und Weshalb fragen und nichts als wahr gelten lassen, was ihnen nicht vollständig bewiesen wird. Er sagt selbst, dass er sich eine Zeit lang in der Gesellschaft von Diebsgelichter befunden, eines Taschendiebstahls angeklagt, vor einem Polizeiamte gestanden hat und aus dem Hause des bestohlenen Herrn gewaltsam entführt ist. Er kann selbst nicht angeben, hat nicht einmal eine Vermutung, wohin. Er wird von Männern nach Chertsey hergebracht, die ganz vernarrt in ihn zu sein scheinen und ihn durch ein Fenster stecken, um ein Haus zu plündern. Und gerade in dem Augenblicke, wo er die Bewohner wecken und tun will, was seine Unschuld ins Licht setzen würde, verrennt ihm der verwünschte Haushofmeister den Weg und schießt ihn in den Arm, gleichsam recht absichtlich, um ihn daran zu hindern, etwas zu tun, was ihm nützt. Könnte. Leuchtet Ihnen das alles nicht ein? Natürlich leuchtet es mir ein, erwiderte Rosa, den Eifer des Doktors belächelnd. Allein ich sehe nur noch immer nichts darin, wodurch die Schuld des armen Kindes erwiesen würde. »Nicht?« »Ei«, rief Los Byrne aus, »o, über die hellen, scharfen Äugelein der Damen, womit sie, sei es zum Guten oder Bösen, immer nur die eine Seite an einer Sache oder Frage sehen, und zwar stets die, die sich ihnen eben zuerst dargeboten hat.« Nachdem er seinem Herzen Luft dadurch gemacht, dass er Miss Rosa diesen Erfahrungssatz zu Gemüt geführt, steckte er die Hände in die Taschen und fing wieder an, mit noch rascheren Schritten als zuvor im Zimmer auf und ab zu gehen. »Je mehr ich darüber nachdenke«, fuhr er fort, »desto zahlreichere und größere Schwierigkeiten sehe ich voraus, den beiden Leuten die Geschichte des Knaben glaubhaft zu machen. Ich bin überzeugt, dass sie ihm schlechterdings keinen Glauben schenken werden, und selbst wenn sie ihm am Ende nichts anhaben können, so werden doch ihre Zweifel und der Verdacht, den diese wieder auf ihn werfen müssen, von sehr wesentlichem Nachteile für den wohlwollenden Plan sein, ihn aus dem Elende zu retten.« »O, bester Doktor, was ist zu tun?« rief Rosa aus. »Du lieber Himmel, dass der Giles auch den unseligen Einfall hat haben müssen, nach der Polizei zu schicken.« »Ich wüsste nicht, was ich darum gäbe, wenn es nicht geschehen wäre«, fiel Mrs. Maylie ein. »Ich weiß nur eins«, sagte der Doktor, sich mit einer Art Ruhe der Verzweiflung hinsetzend, »dass ich die Kerle mit göttlicher Unverschämtheit aus dem Hause zu bringen suchen muss. Der Zweck ist ein guter, und darin liegt die Entschuldigung. Bei dem Knaben zeigen sich starke Fiebersymptome, und er befindet sich in einem Zustande, dass er für jetzt nicht mehr befragt werden darf. Das ist ein Trost. Wir müssen seine Lage so gut als möglich zu benutzen suchen, und wenn es nicht glücken will, so ist es nicht unsere Schuld. Herein!« Blathers und Duff erschienen, und der Erstere sprach sogleich ein Urteil über den Einbruch in einem Kauderwelsch aus, das weder Los Byrne noch die Damen verstanden. Um eine Erklärung gebeten, sagte er, dem Doktor einen verächtlichen Blick zuwerfend und sich mitleidig zu den Damen wendend, er meine, dass die Dienerschaft bei dem beabsichtigten Raube nicht im Einverständnisse gewesen sei. Anmerkung des Übersetzers: Dass eine so große Rolle spielt, weil die meisten Diebstähle in London im Einverständnis mit der Dienerschaft begangen werden.
Wir haben auch durchaus keinen Verdacht gegen Sie gehegt, bemerkte Mrs. Maylie. »Mag wohl sein, Ma'am«, entgegnete Blathers, »sie konnte aber Hand im Spiele gehabt haben.« »Und eben weil kein Verdacht sie traf, fiel Duff ein, musste umso mehr danach geforscht werden.« »Wir haben gefunden, dass der Einbruch Londoner Werk ist«, fuhr Blathers fort. »Die Kerle haben meisterhaft gearbeitet.« »In Wahrheit sehr wackere Arbeit«, bemerkte Duff leise. »Der Einbrecher sind zwei gewesen«, berichtete Blathers weiter, »und sie haben einen Knaben bei sich gehabt, was aus der Größe des Fensters klar ist. Mehr lässt sich für jetzt nicht sagen. Sagen Sie uns doch den Burschen, den Sie im Hause haben.« »Die Herren nehmen aber wohl erst ein wenig zu trinken an, Mrs. Maylie«, sagte der Doktor mit erheiterten Mienen, als wenn ihm ein neuer Gedanke aufgegangen wäre. »Gewiss«, fiel Rosa eifrig ein, »es steht Ihnen sogleich alles zu Diensten, wenn Sie befehlen.« »Danke schön, Miss«, sagte Blathers mit dem Rockärmel über den Mund fahrend. »So ein Verhör ist trockene Arbeit. Was Sie eben zur Hand haben, Miss, machen Sie sich unseretwegen keine Ungelegenheiten.« »Was belieben Sie?« fragte der Doktor, der jungen Dame nach dem Eckschranke folgend. »Wenn's Ihnen gleich viel ist, nen Tropfen Branntwein, Sir«, erwiderte Blathers. »Wir hatten eine kalte Fahrt von London her, und der Branntwein läuft einem so warm übers Herz.« Er richtete die letzteren Worte an Mrs. Maylie, und der Doktor schlüpfte unterdes aus dem Zimmer. »Ah, meine Damen«, fuhr Blathers das ihm gereichte Glas vor das Auge emporhaltend fort, »ich habe in meinem Leben die schwere Menge solcher Geschichten erlebt.« »Zum Beispiel den Einbruch in Edmonton, Blathers«, fiel Duff ein. »Ja, ja«, sagte Blathers, »der war diesem allerdings ähnlich genug. Er wurde von dem Conky Chickweed begangen.« »Das hast du immer behauptet«, entgegnete Duff, »aber ich sage dir, die Familie Pett hat ihn verübt, und Conky hat nicht mehr Hand im Spiele dabei gehabt als ich.« »Ei, was«, sagte Blathers, »ich weiß es besser. Entsinnst du dich noch, wie sich Conky sein Geld stehlen ließ? Es war eine Geschichte noch merkwürdiger, als sie in einem Buche vorkommen kann.« »Erzählen Sie doch«, nahm Rosa das Wort, um die unwillkommenen Gäste bei guter Laune zu erhalten. »Es war eine Spitzweberei, worauf so leicht niemand verfallen sein würde, Miss«, begann Blathers, »nämlich der Conky Chickweed.« »Conky bedeutet so viel als MS Gatsche, Ma'am«, bemerkte Duff. Anmerkung des Übersetzers, MS Gatsche bedeutet so viel wie Verräter oder Angeber. »Das wird die Dame ja wohl wissen«, bemerkte Blathers, »unterbrich mich doch nicht immer. Also, Miss, der Conky Chickweed hatte ein Wirtshaus oberhalb Battle Bridge und einen Raum, den viele junge Lords besuchten, um Hahngefechten, Dachshatzen und dergleichen zuzuschauen, was man nirgend besser sehen konnte. Es gehörte zu der Zeit noch nicht zur Kabrusche«, Anmerkung des Übersetzers, »Kabrusche gleich Gaunergenossenschaft. Und einst wurden ihm mitten in der Nacht 327 Guineen aus seiner Schlafkammer von einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster über dem einen Auge gestohlen, der sich unter dem Bette versteckt gehabt hatte und mit dem Gelde aus dem Fenster sprang. Er war flink genug, Conky aber war auch geschwind. Das Geräusch hatte ihn aufgeweckt, er sprang aus dem Bette, schoss hinter dem Diebe drein und machte die Nachbarn wach. Sie erhoben sogleich ein allgemeines Hallo und fanden, dass Conky den Dieb getroffen haben musste, denn sie entdeckten und verfolgten auf einer ganzen Strecke Blutspuren, die sich indes endlich verloren. Das Geld war fort und Chickweed machte Bankerott.
Er ging ein paar Tage ganz außer sich umher, zerraufte sich das Haar und erregte so sehr das allgemeine Mitleid, dass ihm von allen Seiten Meldegaben zugeschickt, Subskriptionen für ihn eröffnet wurden und so weiter. Eines Tages kam er in die Polizeistube hereingestürzt und hatte eine geheime Unterredung mit dem Friedensrichter, der darauf Jem Spiers, Jem war einer der tätigsten Polizeidiener, beorderte, Chickweed bei Gefangennehmung des Diebes Beistand zu leisten. Spiers, sagte Chickweed, ich habe ihn gestern Morgen vor meinem Hause vorbeigehen sehen. »Warum haben Sie ihn nicht sogleich angehalten?«, fragte Spiers. »Ich war so bestürzt, dass Sie mir den Hirnschädel mit einem Zahnstocher hätten entzweischlagen können,« antwortete der arme Mensch. »Wir werden ihn aber gewiss attrapieren, denn heute Abend zwischen 10 und 11 Uhr kommt er wieder vorüber.« Spiers ging sogleich mit ihm und pflanzte sich an ein Wirtshausfenster hinter den Vorhang. Er rauchte in guter Ruhe, aber mit dem Hut auf dem Kopfe, seine Pfeife, als Chickweed plötzlich anfing zu schreien, »Da ist er! Haltet den Dieb! Mordio! Mordio!« Jem Spiers stürzte hinaus und sah Chickweed in vollem Laufe hinter dem Diebe herrennen. Er fing auch an zu laufen, »Was hast du? Was kannst du?« geriet endlich in den Haufen und fand Chickweed darin wieder. Allein der Dieb war entkommen, was merkwürdig genug war. Am anderen Morgen war Spiers abermals auf seinem Posten, sah sich die Augen nach einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster müde, so daß er sie endlich mal wegwenden und ruhen lassen musste, und im selbigen Augenblick, als er's tat, fing Chickweed wiederum an zu schreien. Jem stürzt hinaus und ihm nach, sie laufen zweimal so lange als am vorigen Tage, und endlich ist der Dieb wiederum zum Geier. Und so ging's noch mehrere Male, so daß die Nachbarn sagten, der Teufel selbst hätte Chickweed bestohlen und spielte ihm hinterher noch Streiche. Andere aber sagten, der unglückliche Chickweed wäre vor Kummer verrückt geworden. »Was sagte denn Jem Spiers?« fragte der Doktor, der wieder in das Zimmer zurückgekehrt war. »Jem Spiers«, erwiderte der Erzähler, »sagte eine lange Zeit gar nichts und horchte auf alles, ohne dass man's ihm ansah, zum Zeichen, dass er sich auf sein Geschäft verstand. Eines Morgens aber trat er zu Chickweed und sagte, »Guter Freund, ich hab's jetzt heraus, wer den Diebstahl begangen hat.« »Wirklich?« rief Chickweed aus. »Oh, mein bester Spiers, machen Sie nur, dass ich mich an dem Halunken rächen kann, so werde ich dir mal eins zufrieden sterben.« »Bester Spiers, wie heißt der Bösewicht?« »Guter Freund«, antwortete Spiers, ihm eine Prise anbietend, »lassen Sie die Narretei, Sie haben es selbst getan.« Und so war's auch. Chickweed hatte sich dadurch ein honettes Stück Geld gemacht, und es würde auch niemand dahinter gekommen sein, wenn er nicht so übereifrig gewesen wäre, den Verdacht von sich fernzuhalten. »Ein seltsamer Fall«, bemerkte der Doktor, »wenn es Ihnen aber beliebt, so können Sie jetzt hinaufgehen.« Die beiden Constables begaben sich mit Losburn in Olivers Zimmer. Giles leuchtete ihnen. Der kleine Patient hatte geschlummert und sah kränker und fieberischer aus als am Tage. Der Doktor stützte ihn so, dass er sich eine kurze Weile emporrichten konnte, und er starrte umher, ohne zu wissen, was mit ihm vorging, oder sich zu erinnern, wo er sich befand oder was mit ihm vorgegangen war. »Dies ist der Knabe«, sagte Losburn leise, aber desungeachtet mit großer Lebhaftigkeit, »der in einem Garten hier in der Nähe bei einer kleinen Übertretung, wie sie bei Kindern häufig vorkommt, durch einen Selbstschuss verwundet ist, in Mrs. Maylies Hause Beistand gesucht und den der scharf blickende Herr da mit dem Lichte in der Hand sogleich festgehalten und dermaßen misshandelt hat, dass das Leben des Patienten, was ich ärztlich bescheinigen kann, beträchtlich gefährdet worden ist.«
Blathers und Duff hefteten die Blicke auf den solchermaßen ihrer Beachtung empfohlenen Giles, dessen Mienen das spaßhafteste Gemisch von Furcht und Verwirrung ausdrückten. »Sie werden nicht leugnen wollen«, fügte Losburn Oliver wieder niederlegend hinzu. »Es geschah alles zum Besten, Sir«, antwortete Giles. »Ich hielt ihn für den Knaben, hätte mich sonst sicher nicht mit ihm befasst. Ich bin wahrlich kein Unmensch, Sir.« »Für was für einen Knaben hielten Sie ihn?«, fragte Blathers. »Für den der Hauseinbrecher«, erwiderte Giles. »Sie hatten einen Knaben bei sich.« »Halten Sie ihn noch jetzt für den Knaben?« »Kann's wirklich nicht sagen, könnt's nicht beschwören, dass er's ist.« »Was glauben Sie aber?« »Ich weiß wirklich nicht, was ich glauben soll. Ich glaube nicht, dass es der Knabe ist. Ich bin so gut wie gewiss, dass er es nicht ist. Sie wissen, dass er es nicht sein kann.« »Hat der Mann getrunken, Sir?« fragte Blathers den Doktor. Losburn hatte unterdessen Olivers Puls gefühlt, stand auf und bemerkte, die Herren möchten, wenn sie Zweifel hegten, im anstoßenden Zimmer Brittles befragen. Man begab sich in das anstoßende Zimmer und Brittles wurde gerufen und verwickelte sich wie Mr. Giles in ein solches Irrsal neuer Widersprüche und Unmöglichkeiten, dass durchaus nichts klar wurde als seine eigene Unklarheit und dass nur einige seiner Aussagen einiges Licht gaben. Er würde den Knaben nicht wiedererkennen, hätte Oliver nur für denselben gehalten, weil Giles gesagt, dass er es wäre, und Giles hätte noch vor 5 Minuten in der Küche erklärt, dass er zu voreilig gewesen zu sein fürchte. Unter anderen scharfsinnigen Fragen wurde auch die aufgeworfen, ob Mr. Giles wirklich jemand getroffen habe, und als sein zweites Pistol untersucht wurde, fand sich, dass es nur mit Pulver geladen war. Eine Entdeckung, welche großen Eindruck auf alle machte, den Doktor ausgenommen, der 10 Minuten zuvor die Kugel herausgezogen hatte. Den größesten Eindruck machte sie aber bei Mr. Giles selbst, der in der schrecklichsten Angst geschwebt hatte, ein unglückliches Kind tödlich verwundet zu haben und nunmehr nach Kräften die Vermutung begünstigte, dass auch das erste Pistol nur mit Pulver geladen gewesen wäre. Endlich entfernten sich Blathers und Duff, ohne sich um Oliver viel zu bekümmern, den Constable aus Chertsey zurücklassen und unter dem Versprechen, am anderen Morgen wiederzukommen. Am anderen Morgen verbreitete sich in dem Städtchen, in welchem sie übernachtet, das Gerücht, dass 2 Männer und ein Knabe in der Nacht unter verdächtigen Umständen angehalten und nach Kingston gebracht wären, wohin sich demgemäß Blathers und Duff begaben. Die verdächtigen Umstände schrumpften indes bei genauerer Nachforschung zu dem einen Umstande zusammen, dass die Delinquenten in einem Heuschober geschlafen hatten, was, obwohl ein großes Verbrechen, doch nur mit Gefängnis bestraft werden kann und in den gnadenvollen Augen des englischen, mit gemeinsamer Liebe alle Untertanen umfassenden Gesetzes in Ermangelung aller sonstigen Indizien nicht als ein genügender Beweis gilt, dass der oder die Schläfer Einbruch mit Gewaltsamkeit verbunden begangen haben und deshalb der Todesstrafe verfallen sind. Blathers und Duff kehrten daher gerade so klug zurück, als sie hingereist waren. Um es in der Kürze zu sagen, ließ sich nach mehrfachem Verhandeln mit ihnen der nächstwohnende Friedensrichter leicht bewegen, Mrs. Maylies und Mr. Losburns Bürgschaft für Olivers Erscheinen vor Gericht anzunehmen, falls er zitiert werden sollte, und gingen Blathers und Duff, nachdem sie durch ein paar Guineen belohnt waren, mit geteilten Meinungen nach London zurück, indem der Letztere nach reiflicher Überlegung aller betreffenden Umstände zu der Annahme hinneigte,
dass der Einbruchsversuch von der Familie Pett ausgegangen sei, wogegen der Erstere ebenso sehr geneigt war, das ganze Verdienst der Tat dem großen Conky Chickweed zuzuschreiben. Mit Oliver besserte es sich unter der vereinten sorgfältigen Behandlung und Pflege Mrs. Maylies, Rosas und des gutherzigen Doktors. Wenn glühende Bitten aus Herzen von Dankbarkeit überfließend im Himmel gehört werden, und was sind Gebete, wenn der Himmel sie nicht hört, so vernahm er die Segnungen, die das verwaiste Kind auf seine Wohltäter herabrief, die dadurch mit Friede und Freude in ihrem Innern belohnt wurden. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 9. August 2024. Abschnitt 5 aus Oliver Twist, Band 2 von Charles Dickens, übersetzt von H. Roberts. Diese LibriVox-Aufnahme ist lizenzfrei und in öffentlichem Besitz. 29. Kapitel, worin die Herren Blathers und Duff auftreten. Brittles öffnete die Haustür ein wenig und fragte, wer da wäre. »Die Polizei aus Bow Street, nach welcher heute Mittag geschickt wurde«, lautete die Antwort. Brittles öffnete die Tür, vollkommen beruhigt, soweit es nötig war, und hereinschritt sogleich ein stattlicher Mann in einem Überrocke und forderte Brittles auf, seinem Begleiter beim Gig das Pferd abzunehmen. Beide Gentlemen wurden in das Wohnzimmer geführt und legten ohne Umstände die Oberröcke und Hüte ab. Der erste, der geklopft hatte, war ein starker Mann von Mittelgröße, etwa 50 Jahre alt, und hatte glänzendes, ziemlich dicht abgeschnittenes Haar, ein rundes Gesicht und scharfe Augen. Der andere war ein Rotkopf und Hager, trug Stulpenstiefel und hatte kein einnehmendes Gesicht und eine aufgeworfene, widerwärtige Nase. »Melden Sie Ihrer Herrschaft, dass Blathers und Duff hier wären«, sagte der stärkere Mann, sein Haar niederstreichend und ein paar Handfesseln auf den Tisch legend. »Ah, guten Abend, Sir. Kann ich ein Wörtchen allein mit Ihnen reden?« Diese Anrede war an Mr. Losburn gerichtet, der eben mit den beiden Damen eintrat und Brittles einen Wink gab, hinauszugehen. Der Doktor sagte, Mr. Blathers wäre die ältere Dame wäre und nötigte ihn und seinen Begleiter Platz zu nehmen. Blathers setzte sich ohne Umstände und Duff, der sich weniger in guter Gesellschaft bewegt zu haben schien oder sich doch jedenfalls nicht mit großer Leichtigkeit darin bewegte, tat es erst nach manchem umständlichen Kratzfuße und forcierte den Knauf seines Handstockes in den Mund, sobald er es getan hatte. »Lassen Sie uns nun aber sogleich auf den hier verübten Einbruch kommen, Sir«, sagte Blathers. »Wie verhält es sich mit der Sache?« Losburn wünschte, Zeit zu gewinnen und berichtete der Länge nach und mit großer Weitschweifigkeit. Die Herren Blathers und Duff hörten mit äußerst weisen Mienen und blinzelten einander dann und wann sehr pfiffig zu. »Ich kann über die Sache natürlich nicht eher etwas Gewisses sagen«, bemerkte Blathers, als Losburn erzählt hatte, »als bis ich die Stelle in Augenschein genommen habe, wo der Einbruch versucht ist. Jedoch meine Meinung ist rundheraus die, denn ich stehe, selbst auf die Gefahr zu irren, nicht an, so weit zu gehen, dass er von keinem Kaffer verübt ist. Was sagst du, Duff?« Duff war ganz derselben Meinung. »Sie wollen sagen«, versetzte Losburn lächelnd, »der Einbruch sei von keinem Landmanne, keinem Nicht-Landener verübt.« »Ganz recht, Sir. Wissen Sie noch etwas über den Frevel zu sagen?« Losburn verneinte. »Was ist denn das aber mit dem Knaben, von dem die Dienerschaft im Hause spricht?
Oh, ganz und gar nichts, erwiderte der Doktor. Der Haushofmeister hatte es sich in seiner Bestürzung in den Kopf gesetzt, der Knabe wäre bei dem Einbruche, der Himmel weiß wie, beteiligt gewesen. Es ist aber durchaus nichts als Torheit und alberne Einbildung gewesen. Das heißt den Punkt sehr leicht abfertigen, bemerkte Duff. »Du hast ganz recht, Duff«, sagte Blathers mit bekräftigendem Kopfnicken und mit den Handfesseln spielend, als wenn sie ein paar Kastagnetten gewesen wären. »Wer ist der Knabe? Welche Auskunft gibt er über sich? Woher kam er? Er wird doch nicht aus den Wolken gefallen sein, Sir.« »Natürlich nein«, sagte Losburn, den Damen einen unruhigen Blick zuwerfend. »Mir ist indessen sein ganzer Lebenslauf bekannt und, doch wir können nachher darüber sprechen, wollen Sie nicht vor allen Dingen die Stelle sehen, wo die Diebe einzubrechen versuchten?« »Allerdings«, erwiderte Blathers, »wir nehmen zuerst den Augenschein und verhören sodann die Dienerschaft. Das pflegt der gewöhnliche Gang des Geschäftes zu sein.« Die Herren Blathers und Duff in Begleitung des Constables aus der Küche, Brittles, Giles und mit einem Worte sämtlicher Hausbewohner begaben sich in das kleine Gemach am Ende der Hausflur und sahen aus dem Fenster, gingen darauf hinaus und sahen in das Fenster hinein, besichtigten den Fensterladen, spürten den Fußtritten nach beim Scheine einer Laterne und durchstachen die Büsche vermittels einer Heugabel. Nachdem dies alles geschehen war und alle der Prozedur mit atemloser Teilnahme beigewohnt hatten, gingen Blathers und Duff wieder hinein und examinierten Giles und Brittles über ihren Anteil an den Begebenheiten der Schreckensnacht, und Giles und Brittles erzählten sechs Male statt eines Mals und widersprachen einander beim ersten nur in einem einzigen wichtigen Punkte und beim letzten nur in einem Dutzend wesentlichen Aussagen. Nachdem dieses Endziel erreicht war, veranstalteten Blathers und Duff eine Räumung des Zimmers und flogen miteinander einen langen Rat, gegen welchen in Beziehung auf Heimlichkeit und Feierlichkeit eine Konsultation berühmter Doktoren über den schwierigsten Krankheitsfall bloßes Kinderspiel gewesen wäre. Losburn ging unter des im anstoßenden Zimmer sehr unruhig auf und ab, und Mrs. Maylie und Rosa schauten ihm mit noch größerer Unruhe zu. »Auf mein Wort«, sagte er nach einer Doppelbeschleunigung seiner Schritte plötzlich stillstehend, »ich weiß kaum, was hier zu tun ist.« »Wenn den beiden Männern«, versetzte Rosa, »die Geschichte des unglücklichen Knaben erzählt würde, wie sie ist, es wäre sicher genug, ihn in ihren Augen von Schuld zu entlasten.« »Das muss ich bezweifeln, meine werte junge Dame«, wendete der Doktor kopfschüttelnd ein. »Ich glaube nicht, dass es Sie oder auch die höheren Polizei- oder Justizbeamten befriedigen würde. Sie würden sagen, er sei jedenfalls ein fortgelaufener Kirchspielknabe und Lehrling. Nach rein weltlich verständigen Erwägungen und Wahrscheinlichkeiten beurteilt, unterliegt seine Geschichte großen Zweifeln.« »Sie schenken ihr doch Glauben«, fiel Rosa hastig ein. »Ich schenke ihr Glauben, so befremdlich sie lautet, und bin vielleicht ein großer Tor, weil ich es tue«, versetzte der Doktor. »Allein nichtsdestoweniger halte ich es keineswegs für eine solche, die einen erfahrenen Polizeibeamten zufriedenstellen würde.« »Warum aber nicht?«, fragte Rosa. »Meine schöne Inquirentin«, erwiderte Losburn, »weil in ihr, wenn man sie mit den Augen jener Herren betrachtet, so viele böse Umstände vorkommen. Der Knabe kann nur beweisen, was übel und nichts von dem, was gut aussieht. Die verwünschten Haltfeste, wie ihre Vorgesetzten, werden nach dem Warum und Weshalb fragen und nichts als wahr gelten lassen, was ihnen nicht vollständig bewiesen wird.
Er sagt selbst, dass er sich eine Zeit lang in der Gesellschaft von Diebsgelichter befunden, eines Taschendiebstahls angeklagt, vor einem Polizeiamte gestanden hat und aus dem Hause des bestohlenen Herrn gewaltsam entführt ist. Er kann selbst nicht angeben, hat nicht einmal eine Vermutung, wohin. Er wird von Männern nach Jersey hergebracht, die ganz vernarrt in ihn zu sein scheinen und ihn durch ein Fenster stecken, um ein Haus zu plündern. Und gerade in dem Augenblicke, wo er die Bewohner wecken und tun will, was seine Unschuld ins Licht setzen würde, verrennt ihm der verwünschte Haushofmeister den Weg und schießt ihn in den Arm, gleichsam recht absichtlich, um ihn daran zu hindern, etwas zu tun, was ihm nützt. Könnte. Leuchtet Ihnen das alles nicht ein? Natürlich leuchtet es mir ein, erwiderte Rosa, den Eifer des Doktors belächelnd. Allein ich sehe nur noch immer nichts darin, wodurch die Schuld des armen Kindes erwiesen würde. »Nicht?« »Ei«, rief Losburn aus, »o, über die hellen, scharfen Äugelein der Damen, womit sie, da ist zum Guten oder Bösen, immer nur die eine Seite an einer Sache oder Frage sehen, und zwar stets die, die sich ihnen eben zuerst dargeboten hat.« Nachdem er seinem Herzen Luft dadurch gemacht, dass er Miss Rosa diesen Erfahrungssatz zu Gemüt geführt, steckte er die Hände in die Taschen und fing wieder an, mit noch rascheren Schritten als zuvor im Zimmer auf und ab zu gehen. »Je mehr ich darüber nachdenke«, fuhr er fort, »desto zahlreichere und größere Schwierigkeiten sehe ich voraus, den beiden Leuten die Geschichte des Knaben glaubhaft zu machen.« Ich bin überzeugt, dass sie ihm schlechterdings keinen Glauben schenken werden, und selbst wenn sie ihm am Ende nichts anhaben können, so werden doch ihre Zweifel und der Verdacht, den diese wieder auf ihn werfen müssen, von sehr wesentlichem Nachteile für den wohlwollenden Plan sein, ihn aus dem Elende zu retten. »O, bester Doktor, was ist zu tun?« rief Rosa aus. »Du lieber Himmel, dass der Giles auch den unseligen Einfall hat haben müssen, nach der Polizei zu schicken.« »Ich wüsste nicht, was ich darum gäbe, wenn es nicht geschehen wäre,« fiel Mrs. Maylie ein. »Ich weiß nur eins«, sagte der Doktor, sich mit einer Art Ruhe der Verzweiflung hinsetzend, »dass ich die Kerle mit göttlicher Unverschämtheit aus dem Hause zu bringen suchen muss. Der Zweck ist ein guter, und darin liegt die Entschuldigung. Bei dem Knaben zeigen sich starke Fiebersymptome, und er befindet sich in einem Zustande, dass er für jetzt nicht mehr befragt werden darf. Das ist ein Trost. Wir müssen seine Lage so gut als möglich zu benutzen suchen, und wenn es nicht glücken will, so ist es nicht unsere Schuld. Herein!« Blathers und Duff erschienen, und der Erstere sprach sogleich ein Urteil über den Einbruch in einem Kauderwelsch aus, das weder Losburn noch die Damen verstanden. »Um eine Erklärung gebeten«, sagte er, dem Doktor einen verächtlichen Blick zuwerfend und sich mitleidig zu den Damen wendend, »er meine, dass die Dienerschaft bei dem beabsichtigten Raube nicht im Einverständnisse gewesen sei.« Anmerkung des Übersetzers: Dass eine so große Rolle spielt, weil die meisten Diebstähle in London im Einverständnis mit der Dienerschaft begangen werden. »Wir haben auch durchaus keinen Verdacht gegen Sie gehegt«, bemerkte Mrs. Maylie. »Mag wohl sein, Ma'am«, entgegnete Blathers, »sie konnte aber Hand im Spiele gehabt haben.« »Und eben weil kein Verdacht sie traf«, fiel Duff ein, »musste umso mehr danach geforscht werden.« »Wir haben gefunden, dass der Einbruch Londoner Werk ist«, fuhr Blathers fort. »Die Kerle haben meisterhaft gearbeitet.« »In Wahrheit sehr wackere Arbeit«, bemerkte Duff leise. »Der Einbrecher sind zwei gewesen«, berichtete Blathers weiter, »und sie haben einen Knaben bei sich gehabt, was aus der Größe des Fensters klar ist. Mehr lässt sich für jetzt nicht sagen. Zeigen Sie uns doch den Burschen, den Sie im Hause haben.«
Die Herren nehmen aber wohl erst ein wenig zu trinken an, Mrs. Maylie, sagte der Doktor mit erheiterten Mienen, als wenn ihm ein neuer Gedanke aufgegangen wäre. Gewiss, fiel Rosa eifrig ein. Es steht Ihnen sogleich alles zu Diensten, wenn Sie befehlen. »Danke schön, Miss«, sagte Blathers mit dem Rockärmel über den Mund fahrend. »So ein Verhör ist trockene Arbeit. Was Sie eben zur Hand haben, Miss, machen Sie sich unseretwegen keine Ungelegenheiten.« »Was belieben Sie?«, fragte der Doktor der jungen Dame nach dem Eckschranke folgend. »Wenn's Ihnen gleich viel ist, nen Tropfen Branntwein, Sir«, erwiderte Blathers. »Wir hatten ne kalte Fahrt von London her, und der Branntwein läuft einem so warm übers Herz.« Er richtete die letzteren Worte an Mrs. Maylie, und der Doktor schlüpfte unterdes aus dem Zimmer. »Ah, meine Damen«, fuhr Blathers das ihm gereichte Glas vor das Auge emporhaltend fort, »ich habe in meinem Leben die schwere Menge solcher Geschichten erlebt.« »Zum Beispiel den Einbruch in Edmonton, Blathers«, fiel Duff ein. »Ja, ja«, sagte Blathers, »der war diesem allerdings ähnlich genug. Er wurde von dem Conky Chickweed begangen.« »Das hast du immer behauptet«, entgegnete Duff, »aber ich sage dir, die Familie Pett hat ihn verübt, und Conky hat nicht mehr Hand im Spiele dabei gehabt als ich.« »Ei, was«, sagt der Blathers, »ich weiß es besser. Entsinnst du dich noch, wie sich Conky sein Geld stehlen ließ? Es war eine Geschichte noch merkwürdiger, als sie in einem Buche vorkommen kann.« »Erzählen Sie doch«, nahm Rosa das Wort, um die unwillkommenen Gäste bei guter Laune zu erhalten. »Es war eine Spitzweberei, worauf so leicht niemand verfallen sein würde, Miss«, begann Blathers, »nämlich der Conky Chickweed.« »Conky bedeutet so viel als MS Gatsche, Ma'am«, bemerkte Duff. Anmerkung des Übersetzers, MS Gatsche bedeutet so viel wie Verräter oder Angeber. »Das wird die Dame ja wohl wissen«, bemerkte Blathers, »unterbrich mich doch nicht immer. Also, Miss, der Conky Chickweed hatte ein Wirtshaus oberhalb Battle Bridge und einen Raum, den viele junge Lords besuchten, um Hahngefechten, Dachshatzen und dergleichen zuzuschauen, was man nirgend besser sehen konnte. Es gehörte zu der Zeit noch nicht zur Kabrusche«, Anmerkung des Übersetzers, »Kabrusche gleich Gaunergenossenschaft. Und einst wurden ihm mitten in der Nacht 327 Guineen aus seiner Schlafkammer von einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster über dem einen Auge gestohlen, der sich unter dem Bette versteckt gehabt hatte und mit dem Gelde aus dem Fenster sprang. Er war flink genug, Conky aber war auch geschwind. Das Geräusch hatte ihn aufgeweckt, er sprang aus dem Bette, schoss hinter dem Diebe drein und machte die Nachbarn wach. Sie erhoben sogleich ein allgemeines Hallo und fanden, dass Conky den Dieb getroffen haben musste, denn sie entdeckten und verfolgten auf einer ganzen Strecke Blutspuren, die sich indes endlich verloren. Das Geld war fort und Chickweed machte Bankerott. Er ging ein paar Tage ganz außer sich umher, zerraufte sich das Haar und erregte so sehr das allgemeine Mitleid, dass ihm von allen Seiten milde Gaben zugeschickt, Subskriptionen für ihn eröffnet wurden und so weiter. Eines Tages kam er in die Polizeistube hereingestürzt und hatte eine geheime Unterredung mit dem Friedensrichter, der darauf Jem Spiers, Jem war einer der tätigsten Polizeidiener, beorderte, Chickweed bei Gefangennehmung des Diebes Beistand zu leisten. »Spiers«, sagte Chickweed, »ich habe ihn gestern Morgen vor meinem Hause vorbeigehen sehen.« »Warum haben Sie ihn nicht sogleich angehalten?«, fragte Spiers. »Ich war so bestürzt, dass Sie mir den Hirnschädel mit einem Zahnstocher hätten entzweischlagen können«, antwortete der arme Mensch. »Wir werden ihn aber gewiss attrapieren, denn heute Abend zwischen 10 und 11 Uhr kömmt er wieder vorüber.
Spires ging sogleich mit ihm und pflanzte sich an ein Wirtshausfenster hinter den Vorhang. Er rauchte in guter Ruhe, aber mit dem Hut auf dem Kopfe, seine Pfeife, als Chickweed plötzlich anfing zu schreien: »Da ist er! Haltet den Dieb! Mordio! Mordio!« Jem Spires stürzte hinaus und sah Chickweed in vollem Laufe hinter dem Diebe herrennen. Er fing auch an zu laufen. »Was hast du? Was kannst du?« geriet endlich in den Haufen und fand Chickweed darin wieder. Allein der Dieb war entkommen, was merkwürdig genug war. Am anderen Morgen war Spires abermals auf seinem Posten, sah sich die Augen nach einem großen Manne mit einem schwarzen Pflaster müde, so dass er sie endlich mal wegwenden und ruhen lassen musste, und im selbigen Augenblick, als er's tat, fing Chickweed wiederum an zu schreien. Jem stürzt hinaus und ihm nach. Sie laufen zweimal so lange als am vorigen Tage, und endlich ist der Dieb wiederum zum Geier. Und so ging's noch mehrere Male, so dass die Nachbarn sagten, der Teufel selbst hätte Chickweed bestohlen und spielte ihm hinterher noch Streiche. Andere aber sagten, der unglückliche Chickweed wäre vor Kummer verrückt geworden. »Was sagte denn Jem Spires?« fragte der Doktor, der wieder in das Zimmer zurückgekehrt war. »Jem Spires«, erwiderte der Erzähler, »sagte eine lange Zeit gar nichts und horchte auf alles, ohne dass man's ihm ansah, zum Zeichen, dass er sich auf sein Geschäft verstand. Eines Morgens aber trat er zu Chickweed und sagte: »Guter Freund, ich hab's jetzt heraus, wer den Diebstahl begangen hat.« »Wirklich?« rief Chickweed aus. »Oh, mein bester Spires, machen Sie nur, dass ich mich an dem Halunken rächen kann, so werd ich dermal eins zufrieden sterben.« »Bester Spires, wie heißt der Bösewicht?« »Guter Freund«, antwortete Spires, ihm eine Prise anbietend, »lassen Sie die Narretei, Sie haben es selbst getan.« Und so war's auch. Chickweed hatte sich dadurch ein honettes Stück Geld gemacht, und es würde auch niemand dahinter gekommen sein, wenn er nicht so übereifrig gewesen wäre, den Verdacht von sich fernzuhalten. »Ein seltsamer Fall«, bemerkte der Doktor, »wenn es Ihnen aber beliebt, so können Sie jetzt hinaufgehen.« Die beiden Constables begaben sich mit Losburn in Olivers Zimmer. Giles leuchtete ihnen. Der kleine Patient hatte geschlummert und sah kränker und fieberischer aus als am Tage. Der Doktor stützte ihn so, dass er sich eine kurze Weile emporrichten konnte, und er starrte umher, ohne zu wissen, was mit ihm vorging, oder sich zu erinnern, wo er sich befand oder was mit ihm vorgegangen war. »Dies ist der Knabe«, sagte Losburn leise, aber desungeachtet mit großer Lebhaftigkeit, »der in einem Garten hier in der Nähe bei einer kleinen Übertretung, wie sie bei Kindern häufig vorkommt, durch einen Selbstschuss verwundet ist, in Mrs. Maylies Hause Beistand gesucht und den der scharf blickende Herr da mit dem Lichte in der Hand sogleich festgehalten und dermaßen misshandelt hat, dass das Leben des Patienten, was ich ärztlich bescheinigen kann, beträchtlich gefährdet worden ist.« Blathers und Duff hefteten die Blicke auf den solchermaßen ihrer Beachtung empfohlenen Giles, dessen Mienen das spaßhafteste Gemisch von Furcht und Verwirrung ausdrückten. »Sie werden nicht leugnen wollen«, fügte Losburn Oliver wieder niederlegend hinzu. »Es geschah alles zum Besten, Sir«, antwortete Giles. »Ich hielt ihn für den Knaben, hätte mich sonst sicher nicht mit ihm befasst. Ich bin wahrlich kein Unmensch, Sir.« »Für was für einen Knaben hielten Sie ihn?« fragte Blathers. »Für den der Hauseinbrecher«, erwiderte Giles. »Sie hatten einen Knaben bei sich.« »Halten Sie ihn noch jetzt für den Knaben?« »Kann's wirklich nicht sagen, könnt's nicht beschwören, dass er's ist.«
Was glauben Sie aber? Ich weiß wirklich nicht, was ich glauben soll. Ich glaube nicht, dass es der Knabe ist. Ich bin so gut wie gewiss, dass er es nicht ist. Sie wissen, dass er es nicht sein kann. Hat der Mann getrunken, Sir? Fragte Blathers den Doktor. Losburn hatte unterdessen Olivers Puls gefühlt, stand auf und bemerkte, die Herren möchten, wenn sie Zweifel hegten, im anstoßenden Zimmer Brittles befragen. Man begab sich in das anstoßende Zimmer und Brittles wurde gerufen und verwickelte sich wie Mr. Giles in ein solches Irrsal neuer Widersprüche und Unmöglichkeiten, dass durchaus nichts klar wurde als seine eigene Unklarheit und dass nur einige seiner Aussagen einiges Licht gaben. Er würde den Knaben nicht wiedererkennen, hätte Oliver nur für denselben gehalten, weil Giles gesagt, dass er es wäre, und Giles hätte noch vor 5 Minuten in der Küche erklärt, dass er zu voreilig gewesen zu sein fürchte. Unter anderen scharfsinnigen Fragen wurde auch die aufgeworfen, ob Mr. Giles wirklich jemand getroffen habe, und als sein zweites Pistol untersucht wurde, fand sich, dass es nur mit Pulver geladen war. Eine Entdeckung, welche großen Eindruck auf alle machte, den Doktor ausgenommen, der 10 Minuten zuvor die Kugel herausgezogen hatte. Den größten Eindruck machte sie aber bei Mr. Giles selbst, der in der schrecklichsten Angst geschwebt hatte, ein unglückliches Kind tödlich verwundet zu haben und nunmehr nach Kräften die Vermutung begünstigte, dass auch das erste Pistol nur mit Pulver geladen gewesen wäre. Endlich entfernten sich Blathers und Duff, ohne sich um Oliver viel zu bekümmern, den Constable aus Chertsey zurücklassen und unter dem Versprechen, am anderen Morgen wiederzukommen. Am anderen Morgen verbreitete sich in dem Städtchen, in welchem sie übernachtet, das Gerücht, dass 2 Männer und ein Knabe in der Nacht unter verdächtigen Umständen angehalten und nach Kingston gebracht wären, wohin sich demgemäß Blathers und Duff begaben. Die verdächtigen Umstände schrumpften indes bei genauerer Nachforschung zu dem einen Umstande zusammen, dass die Delinquenten in einem Heuschober geschlafen hatten, was, obwohl ein großes Verbrechen, doch nur mit Gefängnis bestraft werden kann und in den gnadenvollen Augen des englischen, mit gemeinsamer Liebe alle Untertanen umfassenden Gesetzes in Ermangelung aller sonstigen Indizien nicht als ein genügender Beweis gilt, dass der oder die Schläfer Einbruch mit Gewaltsamkeit verbunden begangen haben und deshalb der Todesstrafe verfallen sind. Blathers und Duff kehrten daher gerade so klug zurück, als sie hingereist waren. Um es in der Kürze zu sagen, ließ sich nach mehrfachem Verhandeln mit ihnen der nächstwohnende Friedensrichter leicht bewegen, Mrs. Maylies und Mr. Losburns Bürgschaft für Olivers Erscheinen vor Gericht anzunehmen, falls er zitiert werden sollte, und gingen Blathers und Duff, nachdem sie durch ein paar Guineen belohnt waren, mit geteilten Meinungen nach London zurück, indem der Letztere nach reiflicher Überlegung aller betreffenden Umstände zu der Annahme hinneigte, dass der Einbruchsversuch von der Familie Pett ausgegangen sei, wogegen der Erstere ebenso sehr geneigt war, das ganze Verdienst der Tat dem großen Conky Chickweed zuzuschreiben. Mit Oliver besserte es sich unter der vereinten sorgfältigen Behandlung und Pflege Mrs. Maylies, Rosas und des gutherzigen Doktors. Wenn glühende Bitten aus Herzen von Dankbarkeit überfließend im Himmel gehört werden, und was sind Gebete, wenn der Himmel sie nicht hört, so vernahm er die Segnungen, die das verwaiste Kind auf seine Wohltäter herabrief, die dadurch mit Friede und Freude in ihrem Innern belohnt wurden. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 9. August 2024.
Freude in ihrem Innern belohnt wurden. Ende von Abschnitt 5. Gelesen von Jos van Aken. Braunschweig, 9. August 2024.